wen ich noch nicht persönlich begrüßt habe, fühlt euch begrüßt und herzlich willkommen zum Brückenbau-Event, dem ersten in 2024. Dafür gleich mit einem Kracher-Thema. Ich reite gar nicht drauf rum, warum es 5 Monate gedauert hat, bis wir uns mal wieder sehen, sondern freue mich echt, dass ich Daniel und Aaron beide gewinnen konnte, mal über Tools zu sprechen, was nicht unrelevant ist, weil. Ja, ich bin ja seit, boah, jetzt sind es 5 Jahren als Trainer, Coach, Sparringpartner, Berater im Projektmanagement unterwegs und keine Session vergeht, wo wir nicht über Tools sprechen, beziehungsweise Fragen kommen, welche Tools setzt man denn clevererweise ein, unterstützen uns in der Effizienz und so weiter und so fort. Und deswegen lasst uns darüber auf jeden Fall heute mal sprechen. Bevor wir reingehen und sich auch Daniel und Aaron vorstellen, alle, die gänzlich neu bei den Brückenbauern sind. Ich weiß nicht, wie viel ihr vorab gelesen habt. Grundsätzlich geht es darum, dass wir die Welt der Projekte, die ja manchmal ein bisschen angestaubt und sehr, sehr klassisch um die Ecke kommt, kombinieren und Brücken bauen mit, und darum heißt das auch so, mit all dem, was der agile Trend in den letzten 30 Jahren hier rübergeschwappt hat, mit all dem, was New Work an coole Arbeitsmethoden und Arbeitsweisen mitgebracht hat, das miteinander zu verbinden und zu sagen, hey, das ist ja kein Entweder-Oder, also wir machen nicht entweder agil oder klassisches Projektmanagement oder New Work, sondern es lässt sich ja clever verbinden und dafür gibt es praktische Beweise und nicht nur Zahlen, die zeigen, die meisten sind sehr hybrid unterwegs und zwar hybrid, dass sie alles wild mixen, sondern auch in der Praxis sehen wir, dass halt die meisten ihre Portfolios so ausrichten, wie es eben die Projekte brauchen oder die Programme halt notwendig sind oder wie es die Teams halt gut beherrschen. Dir nützt es ja auch nichts, dass du ein geiles Scrum-Team hast und dann nötigst du sie, komplett in den Wasserfall reinzugehen, weil das Projekt könnte man halt auch im Wasserfall machen. Dann versuchst du halt mit den Skills zu arbeiten, die Ressourcen zu nehmen und das so zu biegen und die Tools einzusetzen, damit das mit den Fähigkeiten, die das Team hat, mit den Ressourcen, die zur Verfügung stehen, auch pragmatisch funktioniert. Was ist noch zu sagen? Die Brückenbauer, ich schicke nachher einfach mal noch einen Link in den Chat, wer noch nicht Teil der Community ist. Besteht im Prinzip, ist es eine LinkedIn-Gruppe. Die ist relativ silent, weil LinkedIn die Gruppen nicht wirklich unterstützt, aber wir haben einen Broadcast, in dem teile ich immer, wann die nächste Veranstaltung stattfindet und wenn wir eine Veranstaltung wie die heute hatten und es gibt eine Aufzeichnung, wo ihr diese Aufzeichnung findet. Und mittlerweile gibt es auch, das ist sehr, sehr cool, eine Library, eine Art Wiki und Bibliothek mit all den Aufzeichnungen aus den letzten jetzt bald 4 Jahren, Brückenbauer Community. Und sie wächst weiterhin. Also wir sind jetzt bald 400 ExpertInnen, die sich austauschen. Und ihr könnt auch gerne die Gruppe nutzen, um euch mit anderen zu vernetzen, die ja offensichtlich ähnlich gepolt sind und sagen, ja, es ist ein sowohl als auch. Und es zählt immer die Kombination, die Situation, was ich halt gerade vor mir habe, um dann das Ganze fein zu justieren und den richtigen Modus operandi zu wählen. Vernetzt euch da also gerne untereinander. Das soll eine Plattform sein, Punkt aus. Und die Veranstaltungen hier, die das Zentrum, den Kern ausmachen, sind eher als Impuls und Inspiration zu verstehen, um immer wieder diesen Austausch anzutriggern. Ich spicke mal kurz auf meinen Zettel, was mir noch wichtig war vorab. Ach so, es kann natürlich sein, dass mich ein paar Leute nicht kennen. Chris Schiebel bei LinkedIn habt ihr das vielleicht schon gesehen, wenn ihr neugierig wart. Mich selber bezeichne ich jetzt nicht als Trainer, Coach oder Sparringspartner, sondern einfach als Botschafter für modernes Projektmanagement. Und deswegen gibt es auch diese Plattform, weil nicht alles, was ich mache, muss gleich direkt irgendwie Cash sein und bezahlte Arbeit, sondern mir liegt wirklich an dem Thema Projektmanagement was, in dem ich mich jetzt seit 18 Jahren bewege, viele Projekte in vielen verschiedenen Branchen geleitet habe und mich immer gefragt habe, warum ist das in Gesprächen dann doch so ein unsexy Thema, wenn ich sage, ich bin Projektleiter, dann, naja, reißt du damit nicht gerade eine Dame an der Bar auf. Ich übertreibe mal absichtlich. Es scheint irgendwie grau, ein bisschen altbacken, staubig zu sein und die agile Welle hat es halt einfach mal überschwappt, aber deswegen ist es nicht obsolet und wir alle stecken in genug Projekten, um zu wissen, die leben schon noch. Und warum bin ich Ja. nicht in die Linie gewechselt Wir und sehen. Ach, du Schande. gut. Und warum bin ich nie in die Linie gewechselt, sondern warum begeistert mich das Thema? Und ich habe für mich erkannt,
Es gehört ein neuer Anstrich dran, vielleicht auch ein bisschen mehr Substanzielles, damit das einfach wieder sexy wird und Spaß macht und wir die Freude rückgewinnen und auch sehen, das sind Entwicklungsmöglichkeiten, das sind Karrieremöglichkeiten, das ist eine Möglichkeit, auch die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen über Projekte, sei es die des Unternehmens, für die wir arbeiten, sei es aus einer Selbstständigkeit heraus, sei es die globalen Themen, die uns alle beschäftigen. Das geht am Ende des Tages gar nicht ohne ein Miteinander, ohne eine Zusammenarbeit. Und das ist ja Projektmanagement im Kern. Das mal zu mir. Den Link zur Bibliothek teile ich noch. Hätte ich vorbereiten sollen, kann ich aber hier leider nicht copy-pasten. Kommt noch im Chat. Bis dahin könnt ihr den füllen. Was ist mein emotionaler Bezug zum Thema heute? Ja, tu es. Es gibt, womit habe ich schon gearbeitet? Wahrscheinlich mit ziemlich so um die 8 bis 10 Tools sehr intensiv von Excel, wo du manche Verfechter hast, bis zu MS Project, was Microsoft anbietet, dann zu allen möglichen Cloud-fähigen, bis nachher rein auch in die Atlassian Suite, die dann in der agilen Welt sehr viel genutzt wird, auch mit Tools, die beides ermöglichen, sowohl wasserfallartig durchzuplanen und richtig schöne Gantt-Charts zu produzieren, als auch Kanban, Scrum-Style durchzunavigieren. Ich war auch immer großer Fan von Smartsheet, habe aber lange jetzt nicht mehr damit gearbeitet. Am Ende des Tages ist wahrscheinlich das Look and Feel von den Tools auch nicht unentscheidend, ob ich gerne damit arbeiten möchte. Doch eine Sache ist immer irgendwie, die Frage ist, können die mich unterstützen, effizienter zu sein? Kriege ich irgendwie so eine Art Single Point of Truth hin, wo sich auch alle orientieren können, wo alle drauf Zugriff haben, was idealerweise referenziert und vernetzt ist auf andere, sage ich mal, Daten, Datenbanksysteme? Können die miteinander interagieren, kommunizieren, damit ich nicht ständig Copy-Paste machen muss und damit ja wieder Fehler reinbringen könnte? Also es steckt eine Menge dran, bis hin nachher zu Kollaborationsmöglichkeiten, dass wenn ich doch schon hier Links habe und da die Daten habe, dann die Kommunikation damit verflechten kann, bis hin zu nachher ein Reporting da anknüpfen kann und irgendwelche Dashboards oder Reports rauslasse aus dem Tool. Idealerweise wird also so ein Tool und die Frage nach dem besten Tool, die Frage nach der eierlegenden Wollmilchsau in unseren Projekten, doch das ist das Gute am Projektmanagement, das gibt es halt nicht erst seit gestern da. Damit beschäftigen sich global, weltweit sehr viele, sehr große Companies. Und eins, naja, wo wir nicht dran vorbeikommen, und ich würde sagen, es sind wahrscheinlich 95% der in Umgebungen, mit denen ich gearbeitet habe, der Kunden, mit denen ich heute arbeite, die haben irgendwie alle eine Microsoft-Umgebung. Das kennt irgendwie jeder, und arbeitet damit schon jeder. Und darum ist auch Excel nie vom Tisch runterzukriegen, weil Einstiegshürde nahe null. Und man kann einfach mal anfangen und es alle haben irgendwie die Lizenz und damit Zugriff drauf. Das ist so mein emotionaler Bezug. Es poppt immer wieder auf. Ich habe keine Standardantwort, aber netterweise, weil ich ja keine Tool-Trainings gebe, einen Partner wie die Arc Solutions, namentlich Daniel und Aaron, die gesagt haben, lass uns doch genau auf dem Gebiet zusammenarbeiten. Da kennen wir uns aus, damit beschäftigen wir uns schon lange im Speziellen im Microsoft-Umfeld. Dazu geht auch heute der Impuls, wenngleich wir es nachher in der Diskussion, so nach 30 Minuten Impuls von den beiden, auch mit Demo und allem drum und dran, dabei gar nicht belassen müssen. Wir können auch gucken, was funktioniert in anderen Welten und gerne auch in proprietären Systemen oder auf einer ganz anderen Nicht-Microsoft-Umgebung, um zu gucken, wie vernetzt sind da die Tools miteinander und supporten uns wirklich. Und wer einen Ausflug mit ins KI-AI-Eck machen möchte, weil er da gute Erfahrungen gerade sammelt, bringt euch gerne ein. Das ist sicherlich das Stärkste an dieser Gruppe. Die Dynamik aus eurer Expertise, wenn wir die zusammenlegen, kriegen wir bestimmt mehrere hundert Jahre zusammen. Bevor ich gleich das Wort abgebe, fühlt euch eingeladen, jederzeit im Chat Fragen reinzudroppen, zu sagen, hey, deswegen bin ich hier, deswegen interessierte mich auch der Termin per se. Damit will ich wenigstens rauskommen. Darüber sollten wir wenigstens sprechen oder da habe ich auch einen Erfahrungswert zu teilen. Haut das einfach alles in den Chat rein und das greifen wir dann nach den ersten 30 Minuten gemeinsam auf und diskutieren mal wenigstens bis 19:30, wie es geschedult ist. Wer früher raus muss, kann sich einfach das Ende nachher noch an der Aufzeichnung anschauen. Wäre aber cool, wenn ihr bis zum Ende einfach mit euch
austauscht und eure Erfahrungswerte einbringt. Eine Umfrage habe ich noch mitgebracht. Lasst mal gucken, wie ich die hier clever schnell starte. Pulse. Tour-Spezial, da haben wir es schon. Für den Brückentag. So. Welches ist die aktuellste? Nehmen wir mal die, die ganz oben ist. Ihr solltet jetzt ein Pop-up bekommen, weil mich bzw. uns, also auch Daniel und Aaron, interessiert, wie schätzen ihr eure heutige Vorerfahrung mit Microsoft-Technologien ganz allgemein ein? Und stürzt euch mal drauf. Zero wäre quasi, hey, ich arbeite nicht mit Microsoft und deswegen bin ich auch hier. Nicht zu Microsoft zu bashen, sondern zu zeigen, was auch noch geht. Die Basics, wenn nicht, hätte ich Multiple Choice gemacht, hätten wir wahrscheinlich alle Basics mal mindestens angeklickt. Um Excel, Word und PowerPoint kommt man ja irgendwie nicht drum rum. Advanced, wenn ihr selber auch im MS Project Umfeld mit SharePoint arbeitet, diverse Tools im MS 365 Universum schon benutzt, vielleicht sogar auch Key User Level irgendwo mal hattet bei einer Tool Einführung oder sowas dabei wart, dann würde ich sagen, ihr seid definitiv auf einem Advanced Status. Und wenn ihr sagt, hey, totally native, weil ich bin ja Admin, wäre auch cool und ich sehe auch schon ein paar. Schreibt es gerne mal in den Chat, was ihr da für Systeme administriert oder wo ihr als Consultant unterwegs seid, toolseitig oder wo ihr vielleicht auch Lizenzpartnerschaften haltet und wenn ja, welche. Ich glaube, da gibt es Gold, Platinum und sicherlich noch andere abgefahrenen Kategorien. Daniel, vielleicht kannst du das nachher glatt ziehen, was ich da so salopp raushaue. 14 von 15 haben geantwortet. Dann, ich hoffe, wenn ich auf Endpoll klicke, seht ihr alle das Ergebnis. Seht ihr? Nö, nix. Nee. Dann schiebe ich es mal hier auf den Bildschirm, dann solltet ihr es sehen, oder? Auf den geteilten. Immer noch nicht. Nee. Dann Du hast wahrscheinlich das Programm geteilt. probieren wir noch Jetzt. das letzte. Ja, okay, Daumen nach oben, freut mich. Also ihr seht Zero, gar niemand. Das ist cool, weil dann können wir auf einem, würde ich sagen, schon mindestens mittleren bis Advanced Niveau definitiv einsteigen und gerne auch darüber hinausschießen im Verlauf der nächsten 1,5 Stunden, weil, naja, 36% Basic, 43%, also die Majority auf Advanced Level. Ich habe es fast auch so erwartet, weil sobald du tief in Projekten steckst, ist das irgendwie dein Alltag, dich damit rumzuschlagen oder eben das möglichst clever einzusetzen, sage ich mal. Und Native auch spannend. Also nutzt gerne den Chat und sagt mal, das sind immerhin 3 von den 14, die da tiefer drin stecken. Würde mich interessieren, was treibt ihr da? Und damit mache ich es auf der Seite bei mir mal zu und gebe das Wort an die beiden. Ihr seht schon an den Bildern, die Fotos sind ein bisschen älter, die Bärte entweder dichter oder die Haare grauer geworden. Wahrscheinlich ist das von der Zeit, wo wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Ich habe in der Schnelle keine jüngeren Fotos gefunden. Daniel, Aaron, ihr stellt euch ohnehin gleich selber vor. Beide sind tätig für die Arc Solutions. Die sitzen auch hier in München seit 3 Jahren. Es sind schon über 3 Jahre. Arbeiten wir zusammen immer dann, wenn es um die Toolfrage geht. Weil ich sage, dann nehme ich mich raus, da endet mein Scope. Um im Projektsprech zu bleiben, da sollen die Experten, die damit ihr täglich Brot verdienen und auch mega Leidenschaft haben, das geht bei mir manchmal ab, kommt aufs Tool drauf an, da sollen die sich mit beschäftigen und auch gerne meine Kunden beraten. Und dann stoppe ich mal die Präsentation und sage, Daniel, Aaron, voll schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank für das super Intro. Ich würde mal das Wort ergreifen. Ist fast nicht zu toppen, beziehungsweise kann ich einen Großteil meiner Einleitung eh schon weglassen, weil du es mal sehr gut überführt hast. Aber fangen wir doch mal so an, dass ich meinen Bildschirm teile, dass man das so ein bisschen mit dem einen oder anderen Slide untermauern kann. Achso, du musst mir noch die Freigabe geben, Chris. Ja. Probier es jetzt bitte nochmal. Läuft, Bildschirm sichtbar. Okay, ja, auch den richtigen, hoffentlich. Fullscreen. Gut, okay, sehr schön.
Genau, zum heutigen Thema. Wir sprechen über Tools, wir sprechen über Microsoft, wir sprechen über Projektmanagement. Das sind eigentlich so die drei Eckpfeiler, die wir heute versuchen, so ein bisschen zu kombinieren, wie da unsere Erfahrungswerte sind, beziehungsweise was wir eben an Expertise teilen können aus langjähriger Erfahrung, die wir mittlerweile mit diesen drei Schwerpunkten auch genommen haben. Es gibt auch eine kleine Agenda. Also wir würden kurz uns selbst nochmal vorstellen als Person. Was machen wir? Wie ist unsere Historie? Auch zum Unternehmen natürlich in zwei, drei Sätze. Dann einmal so auf die größten Pain Points, Herausforderungen. Vielleicht eher ein bisschen aus einer ironischen Brille raus. Man muss jetzt nicht alles 100% ernst machen, aber seht ihr gleich, was ich damit meine. Dann sprechen wir natürlich über Microsoft 365 und wie das im Kontext Digital Workplace, PPM, Schwerpunkt zu tragen kommt, was die Vorteile sind und schauen uns auch in unserer Sandbox, wie wir es nennen, so ein paar Use Cases an. Jetzt keine alten Use Cases, würde ich es mal vorwegnehmen, sondern eher, sagen wir mal, wie kann man Stand heute, State of the Art, verschiedene Vorteile von Projektmanagement-Anforderungen in der Microsoft-Welt abdecken. Das sind so die Schwerpunkte, die wir heute durchgehen. Genau, Aaron, möchtest du anfangen oder kannst du anfangen zu dir selbst? Ich kann gerne was zu mir erzählen. Ich wollte deinen Redefluss nicht unterbrechen. Genau. Okay. Danke dir. Aaron Lux ist mein Name. Consulting Lead bei Arc Solutions. Hauptsächlich im Schwerpunktbereich PPM, also alles, was Projektmanagement rund um Microsoft betrifft, tätig. Habe, glaube ich, über die letzten Jahre ganz gute Einblicke bekommen, die ich heute sehr gerne teile, und die uns auch dahin gebracht haben, wo wir heute sind, was ich dann auch gerne teile. Deswegen, ich freue mich auf den Termin, ich freue mich auf die Fragen, und versuche einen möglichst guten Einblick auf die Systemlandschaft wiederzugeben. Und damit gebe ich an den Daniel zurück. Gut, vielen Dank. Daniel Ries, mein Name. Ich bin 35 Jahre alt. Wird meine berufliche Laufbahn so zusammenfassen, dass ich einen Großteil, so nennen wir es mal, kreativen Projektmanagement unterwegs war. Also sehr viel, was das Thema Grafikdesign angeht, Werbevideos erstellen und so weiter. Also auch eine sehr spezielle Art von Projekten. Dann sehr kundenspezifisch immer und sehr technisch. Also das sind so die drei Schwerpunkte, die ich habe mittlerweile in knapp 17 Jahren an diesen Themen. Bin heute Geschäftsführer und Mitgesellschafter der Arc Solutions. Wie Chris auch eingeläutet hat, wir haben den Schwerpunkt, sagen wir mal, Technologiekompetenz und Beratungskompetenz so zu kombinieren, dass dabei am Ende was Gutes rauskommt, und haben uns dafür die Plattform Microsoft ausgesucht, von der wir einfach überzeugt sind, dass sie sehr viele Mehrwerte bietet. Wir sitzen in München, also ein unserer Standorte, unser Hauptstandort, sind beide auch sozusagen Münchner, und ja, freuen uns auf den Termin. Genau, nur zwei, drei Sätze noch zu Arc Solutions bzw. zu unserer Organisation. Wir kommen aus der reinen Projektmanagement-Welt. So ist Arc Solutions damals entstanden. Das heißt, es ging schwerpunktmäßig um MS Project als Tool, als Implementierungspartner. Waren auch noch interessante Zeiten. Das hat sich natürlich mittlerweile sehr stark verändert. Gehen wir ja später nochmal darauf ein, dass es eher um ein Zusammenspiel von verschiedenen Lösungen geht, statt klassische Einzeltools, die man dann betrachtet. Und uns war es immer ein Ansinnen, als Dienstleister diese Kombination aus Beratung, also nennen wir es mal Beratung, Theorie, Methodik, und natürlich aus der Technologiekompetenz, die auch relevant ist, mit reinzubringen in Projekten. Und das sind auch die Schwerpunkte, die wir heute mit abbilden. Wir haben insgesamt bestehen aus 8 Unternehmen, sind deutschlandweit verteilt mit den Standorten, haben knapp 650 Mitarbeiter, davon sind ungefähr 15% in Berlin und München, die sich schwerpunkttechnisch mit Microsoft-Technologien auskennen. Einfach nur zwei, drei Sätze zur Organisation und zum Konstrukt, damit ihr alle ein bisschen Bild davon habt, wie praktisch unser Background ist dahingehend. Genau, dann springen wir mal gleich hart rein. Thema Pain Points. Also am Ende des Tages so ein paar Erfahrungswerte, die man natürlich mitnimmt aus vielen Gesprächen, vielen Projekten, eigenen Erfahrungen.
Es geht ja immer drum, und das ist so das Motto hinter dieser Kategorie Pain Points, die richtige Balance und das richtige Gleichgewicht aus verschiedenen Schwerpunkten zu finden. Und deswegen habe ich da einfach ein paar Beispiele mitgenommen und sozusagen überspitzt einen kleinen Begleitsatz mit dazu gepackt. Wir haben sehr viele Projekte oder bekommen sehr viel Projekterfahrungen aus Kunden mit, die natürlich mit Sicherheit auch jeder hat, wo sehr viel Fokus auf die Theorie gelegt wird. Also klassisch nach dem Motto, erstmal Doktorarbeiten schreiben, jeden Einzelfall betrachten, alles verschriftlichen, dann soll das am besten stehen und dann wird das Ganze irgendwie in die Praxis umgesetzt. Und natürlich ist jetzt, sagen wir mal, keine neue Information, aber doch umso wichtiger, das einfach immer mit einfließen zu lassen. Wie kriegt man eine vernünftige Balance zwischen Theorie und Praxis hin? Und mit der Praxis meine ich jetzt, gerade Microsoft-Technologien führen sehr schnell zum Rumspielen. Jeder weiß, glaube ich, was ich damit meine. Man entdeckt irgendeinen Automatismus, der einem im Alltag hilft. Super, damit möchte ich mich beschäftigen, das hilft mir. Und am Ende des Tages investiert man mehr Zeit damit, sich damit zu beschäftigen, den Automatismus in den Alltag zu integrieren, als der Automatismus an Mehrwert im Alltag hat, wenn man das mal so denkt. Und dementsprechend gilt auch da, Theorie gibt immer die Grundlage und Praxis bringt den Erfolg. Das ist so sprichwörtlich die Kombination aus diesen beiden Elementen. Ich habe noch ein paar andere Beispiele mitgemacht, habe oben das praktisch immer durch einen Platzhalter mitgebracht. Auch ein Klassiker, irgendeine Form von, wir sind ja immer im Tool-Kontext, von Projekten, Unternehmen, Konzernen, was auch immer, sucht nach einem neuen Tool. Dann wird ein riesiges Ausschreibungsprojekt gestartet. 12 Monate ist ein bisschen übertrieben, aber ist auch nicht unrealistisch, gibt es auch schon. Dienstleisterauswahl, Anforderungsaufnahme, Dutzende Workshops, Meetings etc., bis man an ein Ergebnis kommt, was möchte man überhaupt? Und am Ende, wenn man so fühlt sich, glaube ich, der Staat Deutschland sehr häufig, soweit will ich mich mal aus dem Fenster lehnen, am Ende, wenn man eine Entscheidung getroffen hat für etwas, was man implementieren möchte, ist so viel Zeit vergangen, dass die Welt, in der man sich befindet, schon wieder eine ganz eine andere ist und vielleicht ganz andere, sagen wir mal, Features, Kombinationen oder Funktionen von gewissen Tools dann relevant wären. Und genauso gibt es auch, sagen wir mal, die sehr andere Seite, auch überspitzt formuliert, die klassische, nennen wir es mal, Spitzelwirtschaft, ein Systemhaus, was einen Mittelständler schon recht lange betreut, vielleicht eher im EDV-Bereich, so in der alten Welt, sich gut auskennt und sagt, ja klar, mit denen arbeiten wir schon zusammen, die sollen jetzt ein Change-Projekt übernehmen. Bei einem Unternehmen ist wahrscheinlich auch nicht das sinnvolle Extrem, um das beste mögliche Ergebnis zu erzielen. Auch ein Klassiker ist auch schon gefallen vom Begriff her, die eierlegende Wollmilchsau. Jeder, der Tools sucht, strebt natürlich an, irgendwie die bestmöglichste Lösung für jeden Anwendungsfall mit reinzubringen. Hat man im einen Extrem so, man beschreibt alle Anforderungen, die man möchte und sucht nach dem Tool, was die Anforderungen möglichst zu einem hohen Prozentsatz erfüllt, so die klassische eierlegende Wollmilchsau. Und natürlich auch wieder ein anderes Extrem, was häufig in größeren Organisationen der Fall ist, ein eigenes System für jede Anforderung. Also wir haben sehr viele Kunden und Gespräche mitbekommen, wo teilweise Hunderte oder Tausende von Lizenzierungen von irgendwelchen Lösungen, also kleinere Applikationen, größere Tools und so weiter im Einsatz sind. Und jeder kennt es wahrscheinlich auch, das hat einfach viel auch mit Politik und Emotionen zu tun. Vielleicht kommt ein neuer Abteilungsleiter in Unternehmen, der hat bereits mit einem anderen Tool gearbeitet. Eigentlich müsste man vielleicht nur 20% von dem bestehenden Tool optimieren, aber dann wird gleich das ganze Tool ersetzt und durch was Neues ersetzt, weil natürlich auch ein Stück weit menschlich diese Komponente mit dazu kommt. Da kenne ich mich schon damit aus und das führen wir jetzt erstmal ein. Und dadurch entsteht natürlich ein Riesenwulst an verschiedenen Systemen. Auch da gilt wieder, die Balance zwischen beidem ist eine sinnvolle Vorgehensweise. Auch ein Klassiker, was die Entscheidungsfähigkeit angeht, also wer initiiert ein neues Werkzeug, ein neues Tool in der Abteilung, in einem Unternehmen, ist es eine Managemententscheidung? Warum wird die getroffen? Kommt es aus einer, sagen wir mal, Akzeptanzsituation der User, weil die unzufrieden sind mit den bestehenden Tools?
Wir haben sehr gute Projekte auch schon miterlebt, wo wirklich eine gute Balance zwischen diesen Faktoren gefunden wurde, weil es ist vollkommen natürlich, dass Management eine andere Erwartungshaltung an ein Gesamtprojekt, was Tooling angeht, hat, als der Nutzer, der im Endeffekt, wenn man es runterbricht, ja möchte, dass er im Alltag, im Tagesgeschäft ein Werkzeug an die Hand bekommt, um das Ganze einfacher zu machen, weniger fehleranfällig und in der ganzen Kommunikation weniger durch manuelle Pflege, mehr durch Automatismen geprägt ist. Und deswegen auch ein sehr wichtiges Thema, beziehungsweise ein Painpoint, je nachdem, wie man sieht. Und auf Projektmanagement auch, hat der Chris ja auch schon in seiner Einleitung auch gesagt, dass das ganz alte Thema, was immer wieder omnipräsent ist, agiles Vorgehen gegen Wasserfall, wie man, glaube ich, auch schon raushören kann, auch da muss man sich natürlich genau anschauen, was ist der Anwendungsfall im jeweiligen Unternehmen oder in der jeweiligen Situation und die beste Lösung finden? So ist jetzt so eine Phrase, müsste man eigentlich ins Phrasenschwein einzahlen. Am Ende des Tages geht es, glaube ich, im Projektmanagement-Kontext auch darum, das ein bisschen runterzubrechen. Also wir betrachten mal Programm, Portfolio-Management als eigene Perspektive, Projektmanagement als eigene Perspektive und Aufgabenmanagement als eigene Perspektive. Und die Anforderung ist, für diese drei Anwendungsszenarien im besten Fall ein Tool zu finden, was alles abdeckt, nutzerspezifisch, vielleicht aber auch eine Kombination aus mehreren Lösungen, um dem gerecht zu werden. Weil am Ende des Tages, sind, glaube ich, erfolgreiche Unternehmen immer dann erfolgreich, wenn sie gewisse Leitplanken vorgeben, für ihre Mitarbeiter, an denen sie sich orientieren können, aber trotzdem die Mitarbeiter ihre einzelnen individuellen Stärken halt so mit reinbringen, wie sie am besten ihre Projekte managen können im Alltag. Sonst wären sie ja Roboter am Ende des Tages, wenn jeder das gleich macht und die gleichen Charakteristik mitbringt. Und genau, das war praktisch das Beispiel, was ich gerade nochmal genannt hatte. Stichwort Portfolio-Management, Aufgabenmanagement, dass man diesen Perspektivwechsel einfach auch einnimmt. Um was geht es beim Aufgabenmanagement? Das ist die eigene Perspektive. Wie organisiere ich mich selbst und meine Aufgaben auf der täglichen oder wöchentlichen Basis? Was habe ich heute zu tun? Was habe ich übermorgen zu tun? Und PPM in dem Sinne konsolidiert, sollte die Unternehmensperspektive mehr abbilden und dementsprechend gilt auch da, die Balance zu finden zwischen diesen beiden Faktoren. Das so ein bisschen als leicht ironisch gemeintes Intro. Ich glaube, jeder fühlt sich zu dem einen oder anderen Punkt, kann Beispiele erzählen aus dem Alltag, aus der Praxis, positive Beispiele, negative Beispiele, erheiternde, frustrierende, wie auch immer. Wir starten mal mit einer Übersicht rein, die wahrscheinlich dann alle zum Teil ein bisschen kennen. Fangen wir nochmal auf einem höheren Level an. Microsoft ist ja mal sehr gekoppelt an Outlook, PowerPoint, Excel, Word, sozusagen die reinen Office-Produkte. Microsoft hat natürlich eine Vielzahl an Technologien, wie man hier sieht, die unterschiedliche Anwendungsfelder bedienen, die auch teilweise sehr technisch sind in dem Sinne. Die meisten haben wahrscheinlich Berührungspunkte mit Teams, SharePoint, was man einfach kennt, so für den Alltag, Dokumentenmanagement, Projektmanagementablage, Kommunikationsplattform und so weiter. Es gibt aber eine Vielzahl an Tools, die sich auf unterschiedliche Art und Weisen auch kombinieren lassen, um diesen Systemlandschaftsgedanken höher zu setzen. Und das ist auch was, wovon wir überzeugt sind aus unseren Erfahrungen, dass es weniger darum geht, ein Tool als einzelnes Werkzeug zu nutzen, zu implementieren, vor allem in einem Organisationsgedanken, sondern mehr, wie baue ich eine Systemlandschaft auf, in der sich jeder wiederfindet für die Tätigkeiten, die er in seinem Alltag erledigen muss und trotzdem ist die Komponente, die Organisationsebene mit erfüllt. Und welche dieser, sagen wir mal, Technologien eine sinnvolle Kombination sind, was da die gängigsten sind, also Stichwort Power-Plattform, untergeordnet Power Automate, Power Apps, Power BI, Project for the Web, etc. und so weiter. Da würden wir jetzt in unseren Sandkasten praktisch mit einsteigen, in unser Demosystem und einfach mal zwei, drei Use Cases zeigen, beziehungsweise wie man diese Technologien miteinander kombinieren kann. So ein gängiges Beispiel aus der Praxis, wie es empfehlenswert wäre. Genau, dann.
Kannst du praktisch deinen Bildschirm teilen, Aaron? Ich probiere es, oder der Chris schaltet mich erst noch frei. Ich habe alle gleichzeitig freigeschalten. Das müsste funktionieren bei dir. Vertrauen wir. Kommt was? Sehen alle meinen Bildschirm? Mhm. Zur Welt kommen ist Zoom nicht mein Tool to go, aber ich gebe mein Bestes. Und ich glaube, wir reden auch mit Chris, seit wir ihn kennen, darüber, dass er doch auf Teams wechseln kann. Aber gut, genau. Von meiner Perspektive aus nochmal Microsoft Projektmanagement Tool Palette. Ich würde auf das nochmal eingehen, was Daniel vorhin gesagt hat. Ich bin vor einigen Jahren eben auch in diese Welt reingeworfen worden und habe die Tools gesehen, die man damals genutzt hat. Manchen ist es ein Begriff, Project Online, Project Server, doch sehr mächtige, große, allumfassende Solutions, mit denen Projektmanagement betrieben wurde. Reingeworfen ist auch hier das richtige Wort, weil um sich da zurechtzufinden, vor allem das auch sinnvoll zu beraten und mit Kunden ein Ergebnis irgendwie zu schaffen, was sinnvoll ist, war sehr, sehr schwer, weil die Tools sehr hakelig sind. Die User sind meistens doch etwas auf der Strecke geblieben. Die einzigen, die sich wirklich wohlgefühlt haben, meiner Meinung nach in diesen alten Tools, waren eben sehr, sehr klassische Wasserfall-Projektmanager und das Management, weil das hatte alle Daten, dass es sich jemals gewünscht hat an den Projektplänen. Die User haben sich meistens gedacht, boah, ich würde die Lösung am liebsten gar nicht mehr nutzen und haben angefangen, ihre Aufgaben auf Zettel aufzuschreiben und einmal im Monat den Zettel beim Projektleiter abzugeben, der den Projektplan abgedatet hat. Und dann, was Chris vorhin schon gesagt hat, diese agile Welle, die alle getroffen haben, alle getroffen hat, war dann, glaube ich, auch für Microsoft ein Wachrütteln ja irgendwann, weil wir in der alten Lösung quasi fast gar nicht die Möglichkeit hatten, großartig Scrum oder agiles Projektmanagement sinnvoll in Projektplänen unterzubringen. Und dann hat man angefangen, dieses Thema, was ich jetzt gerade, wo ich den Bildschirm teile, also das sogenannte Project for the Web, immer weiter in den Fokus zu rücken und voranzutreiben. Was, glaube ich, auf den ersten Blick auffällt, wenn wir uns hier so Aufgaben anschauen und auch die Zuweisung und die einzelnen Faktoren, die an der Aufgabe dran ist und an dem Projektplan, dass sie doch sehr plakativ sind und auch sehr, ich sage mal, übersichtlich und leicht zu bearbeiten sind. Also ich als Projektmitarbeiter oder als Projektleiter habe jetzt keine großartigen Schwierigkeiten, hier jetzt eine Aufgabe anzulegen oder meine Aufgabe als abgeschlossen mit einem Haken zu lösen. Es war alles sehr, sehr angenehm und man hat auch gewisse Kernfaktoren eben schon an diese Projektpläne gepackt im Project for the Web. Das Ganze aber in einem relativ festen Raster gelassen. Also man hat es versucht, nicht in die Breite auszudehnen, unendlich viele Formeln und Werte an diese Projektpläne zu packen. Hat trotzdem den Leuten die Möglichkeit gegeben, mit dem klassischen Gantt zu arbeiten, damit auch Wasserfallprojekte einfach sinnvoll und schön betrachtet werden können. Hier auch finde ich eine relativ angenehme Darstellungsweise. Kann sehr, sehr schnell zu Aufgaben springen, sich die Abhängigkeiten anschauen, die Zuständigkeiten anschauen. Hat ein sehr, sehr schönes, allumfängliches Wasserfallprojektmanagement und hat dann, um die agile Welle mitzureiten, das, was Chris vorhin gesagt hat, eben das Thema Boards mit aufgenommen. Also die klassischen Buckets, die klassischen, wenn man jetzt sehr stark im Scrum wäre, ist es nicht 100%, aber man kann sie selber definieren, man kann selber mit Buckets arbeiten, man kann sich agiles Arbeiten so ein bisschen mit Backlogs und Sprints zusammenbauen, man kann Aufgaben auch in einzelne Sprints packen, also die Mischung gemacht. Und das ist schon mal ein Schritt gewesen, der das ganze Thema auf jeden Fall, würde ich sagen, bei einigen unserer Kunden in den Fokus gerückt hat, die gesagt haben, okay, alles klar, das kann das Tool. Wir haben auch noch kleine Reportings sehen, okay, wie viele Aufgaben haben wir, wer spielt alles mit. Also man definiert diese Teams, die an einem Projektplan hängen. Man sieht, okay, Alex und Adele haben einiges zu tun, haben noch unvollständige Aufgaben. Man hat einen schönen Überblick. Das war also super. Das wird immer weiter ausgebaut, ist immer noch der Fokus der Technologie, die wir jetzt beraten. Und hat dann während der Corona-Zeit festgestellt, alles klar, wir haben Teams als Kommunikationsplattform. Auf einmal nutzt gefühlt wirklich die ganze Welt Teams. Und irgendwo machen wir noch Projektmanagement. Ja, okay, dann finden wir eine Lösung, dass wir eben, und jetzt sind wir in der Teams-Umgebung, es auch schaffen, in einem Teams-Kanal Beiträge, etc. pp., aber auch Projektpläne anzuzeigen, um zu sagen, okay, wir fokussieren uns, dieses Projektmanagement-Thema kombinieren wir mit der Kommunikationsplattform Teams,
haben unsere Projektpläne, die Leute fühlen sich wohl in Teams, sie müssen nicht mehr abspringen. Chris, du hast vorhin gesagt, dieses Thema Asana, Jira, wo auch immer wir unterwegs sind. Ja, aber da muss ich mich immer woanders reinbewegen. Sehr viele unserer Kunden haben gesagt, ich will meine Aufgaben in Teams, ich will telefonieren in Teams, ich will chatten in Teams und am besten auch noch meine Dateien ablegen. Eben selbiges ist passiert. Man hat hier den Projektplan, man hat hier dem Projekt zugehörige Dateien abgelegt, also ein SharePoint dahinter. Man hat ein OneNote in diesen Teams-Kanal gepackt, wo man gesagt hat, okay, wir haben eine Projektabschlussdokumentation, Lessons learned, alles drinnen. Wenn wir durch sind mit dem Projekt, archivieren wir den Teams-Kanal. Projekt ist abgeschlossen, alles in einer Lösung. War erstmal gut, ist auch gut, ist auch nach wie vor einfach das meistgenutzteste Thema, das hier so in Teams einzubinden. Dann kam aber die Ebene, die ja davor sehr, sehr stark war und die auch vollkommen relevant ist, die gesagt hat, ja, aber so ein bisschen an Futter und an, da fehlt mir was, also an meinem Projekt fehlen mir definitiv Faktoren, Daten, das Management Reporting, da ist zu wenig dran. Da ist zu wenig Fleisch dahinter. Und dann kam der Schritt, und den fokussieren wir jetzt als Unternehmen extrem, und das merkt man auch bei den Kunden, das Umdenken, dass man dann eine Applikation gebaut hat. Jetzt ist der dritte Reiter, in dem ich mich bewege. Wir sind wieder im gleichen Projektplan, aber mit einer App außenrum, einer Power-App. Power-App ist das Thema, wo man bei Microsoft einfache bis mittelkomplexe Applikationen bauen kann und diese ausweiten kann. Mit einer sauberen Datenbank dahinter. Und dort hat man jetzt dieses Project for the Web in eine App oder Applikation eingebaut, hat hier diesen Projektplan und hat aber an das Projekt noch Daten gepackt. Also in welcher Abteilung ist das Projekt? All die Daten, die ich hier vorne, die mir hier komplett fehlen, wo ich keine Chance habe, irgendwas einzutragen, hat man genommen. Also diese Zoom-Leiste da oben, wenn man da dies nicht so günstig, um wieder auf den anderen Reiter zurückzukommen. Ich versuche es. Man konnte, und all diese Tabellen sind von uns als Unternehmen jetzt eben so dankbar, weil sie 100% anpassbar sind und 100% auf den Kunden zugeschnitten sind. Wenn der Kunde in der, ich weiß es nicht, Baubranche unterwegs ist, dann schmeißen wir in diesem Dropdown-Menü das Thema IT raus und das sind alles nur noch Baugenres oder Bauabteilungen, in denen wir uns bewegen. Und so schafft man es mit unterschiedlichen Statusmeldungen. Brauchen wir das für den Kunden? Braucht er es anders? Ein Datensatz, um dieses komplette Projekt rumzubauen, der sogar Risiko-Issue-Management abbildet, einen Changelog. All das ist alles von uns gecodet, gebaut, erweitert und dann mit dem Kunden finalisiert, sodass das Management, die Geschäftsführung und die Projektleiter und die Portfolio-Manager ihren Part machen, der User aber seine Aufgaben in Teams eingebunden, einfach nur abhaken, zurückmelden kann und sich eigentlich um das ganze Thema Stammdaten, was jetzt, wenn ich hier mal aus einem Projekt rausgehe, übersichtlicher wird in dieser Multiprojektmanagement-Übersicht, was ihn gar nicht zu interessieren hat. Man kann sagen über eine Berechtigung, okay, die Projektmitglieder, die jetzt nur Task abarbeiten, die dürfen ja auch reinschauen, weil die interessiert es vielleicht auch, hat mein Projekt Störungen, hat mein Projekt Zeitstatus Probleme. Aber das ist von dem Projektmanager zu pflegen und ist quasi seine eigene Ebene. Was wir auch noch dazu genommen haben, was bei Microsoft früher ein sehr, sehr teures Feature war, was hier einfach mit drinnen ist, in dieser Lizenzierung, ist Programm/Portfolio-Management, also dass ich noch einzelne Portfolios bauen kann, auf die ich dann in die einzelnen Projekte einzahlen. Also wenn man hier jetzt reingeht, dann sehen wir, welche Projekte damit verknüpft sind, größere Unternehmensportfolios aufbauen, diese monitoren, also dann nochmal eine Ebene drüber, mit Budgets arbeiten kann und das Ganze dann quasi in der größten Ebene ist. Und wenn man dann den großen Vorteil hat, dass alle Daten, also sowohl aus den Projekten, aus der Multiprojektübersicht, aus den einzelnen Tasks, alle Daten zusammengeführt werden, dann hat man auch den schönen Vorteil, dass man das Ganze super in der Microsoft-Welt in dem Reporting sich anzeigen lassen kann. Und das ist auch was, was wir mit jedem Kunden dann individuell abstimmen, wo es dann auch darum geht, okay, ich möchte sehen, wie stehen meine Projekte, wie stehen, hier zum Beispiel kann man sich all seine Ressourcen anzeigen lassen, alle über alle Projekte verteilten Ressourcen, alle Reportings zusammenführen kann. Und so hat man eine sehr potente Multiprojektmanagement-Lösung, die man sich perfekt anpassen, perfekt zusammenbauen kann. Genau. Und das Schöne daran ist jetzt,
Und damit kann man das eigentlich abrunden, dass über das Berechtigungskonzept, was Microsoft uns anbietet, sowohl diese Berichte als auch diese einzelnen Reiter dediziert nur für bestimmte Menschen lizenziert und zugänglich gemacht werden. Somit kriegt man diese Breakdown-Structure sehr gut lizenziert und berechtigt. Und man kann das Kostenmanagement sehr genau steuern, weil man sich genau anschauen kann, wer braucht was, welcher Mitarbeiter braucht welche Lizenz, weil er möchte das und das tun. Und man hat trotzdem noch für den Großteil der Belegschaft das, was Teams als Kommunikationsplattform war, auch dann als Kollaborationsplattform. Und das ist so, was wir auch merken. Vor 2, 3 Jahren war Teams doch deutlich mehr, wir kommunizieren, wir schreiben, wir vereinbaren, wann wir Mittagessen gehen. Und manchmal ruft ein Kunde darüber an. Und mittlerweile ist es wirklich stark darauf abgezielt, alle Applikationen, die man im Microsoft-Umfeld hat, Automatisierungen, Projektmanagement, Reports, hier ist auch nochmal der Report eingebunden, alle diese Themen abzubilden, zu berechtigen und jemanden als Single Point of Entrance zugänglich zu machen. Und das ist der Unique Selling Point. Und das haben wir gemerkt, dass dieser Change innerhalb der letzten Jahre sehr, sehr krass vonstatten gegangen ist. Für mich vollkommen fein, weil ich finde, das ist der richtige Weg, dass man sich an den Usern orientiert und sagt, ich möchte, dass die Leute das Tool nutzen. Früher war es, ich möchte, dass das Tool alles kann. Und dass die Leute sich auch wirklich den einfachsten Einstieg bekommen in Projektmanagement, Aufgaben abarbeiten, Projekte strukturiert bearbeiten, und zielführend da zusammenzuarbeiten. Und das ist das, was, glaube ich, Chris auch spannend fand, was er von uns so mitbekommen hat, warum wir heute hier sein dürfen. Und wie gesagt, ich habe das jetzt auf einer hoffentlich angenehmen und nach der Umfrage für mich ersichtlichen Flughöhe versucht nahezubringen. Aber jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit, Fragen, offene Themen für die Leute, die noch ein bisschen tiefer rein wollen oder generelle Verständnisfragen zu klären. Aber da befinden wir uns heute und ich würde mal sagen, es läuft sehr erfolgreich und es macht Spaß, damit zu arbeiten. Deutlich mehr Spaß als mit Project Server und Project Client von 2016. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Genau. Ich hoffe, das war verständlich, Chris, Daniel. Habe ich was vergessen? Also Daniel, ich höre nichts, also habe ich nichts vergessen. Genau, nee, zusammenfassend geht es ja darum, warum zeigen wir das? Weil das aus unserer Sicht harte Formulierung, aber so die Zukunft ist, vor allem aus der Kombination raus, dass man sagt, man bedient sich Standardtechnologien. Das ist ja auch schon in der Frage der Begriff Model-Driven Apps gefallen. Und das ist im Endeffekt das, was die Power-Plattform abbildet. Es gibt einfach die Möglichkeit, mit Standardtechnologien trotzdem einen möglichst hohen Individualisierungsgrad nachzustellen. Und diese Kombination ist sehr wertvoll. Vor allem, man kennt ja immer, alle schreien immer nach Standards und Templates und wie machen es andere und woher kommt es eigentlich? Das ist ja das, was man sich immer fragen muss. Und dieses ganze Thema nach Standard bei der Technologie kommt natürlich primär daher, dass oft in der Vergangenheit Dienstleister, Unternehmen selbst irgendwelche Applikationen entwickelt haben, Tools entwickelt haben mit Programmiersprachen, die man heute nicht mehr spricht oder nicht mehr schreiben kann, und die niemand betreuen kann. Und dann, wie auch immer, hatte der Dienstleister keine Lust mehr, sich um das Thema zu kümmern, oder das Unternehmen hatte keine Lust mehr. Und dementsprechend hat es dazu geführt, dass man eigentlich eine komplett neue Lösung bauen musste, weil es unmöglich war, das Ganze weiterzuverfolgen. Und diesen riesen Painpoint, der nachvollziehbar ist, löst man, indem man eben eine Standardtechnologie wie Microsoft einsetzt, aber trotzdem durch die Power-Plattform, in dem Fall Power Automate, wo es dann eher um Prozessautomatisierungen geht, mit der Power App, wo es eher um das Frontend geht, und mit Power BI, wo es eher so mal um die Datengrundlage geht, die man auswertbar machen kann und in Dashboards darstellen kann, aus diesen Technologien zu kombinieren. Gut, dann sage ich mal danke euch beiden und Aaron, lass den Bildschirm mal noch geteilt, weil ich Yes. glaube, angesichts zumindest der ersten zwei Fragen, die schon im Chat sind, lohnt sich's da vielleicht weiter im Click-Through-Mode zu bleiben. Und ich Sie. bin einfach auch ein Riesenfan von Usability. Ich kann mich erinnern,
In dem Startup in Kanada, wo ich gearbeitet habe, ging irgendwann auch die Frage, okay, welches Tool nutzen wir? Und es war schon eine Vorauswahl getroffen und mein Chef hat mich nur noch reingerufen in den Raum und hat gesagt, guck, Chris, rechts ist das eine Tool, links das andere. Und dann habe ich gesagt, pass auf, mich darf es nicht fragen, wir holen jetzt die Leute aus den Projekten, die sollen mir gerade sagen, was sie hier rechts und links auf dem Bildschirm sehen und was sie cooler finden. Und sie fanden alle das mit den tollen Bubbles und cool fancy Farben und total durchgestylt. Gut, aber als ich dann fragte, und was siehst du? Erklär mir mal kurz, was siehst du auf diesem Bildschirm? Konnte mir keiner sagen, dass das eine To-Do-Liste war. Und deswegen haben wir uns für das andere Tool entschieden, weil da haben alle gesagt, ja, To-Do-Liste, passt. Aber das andere ist fancy und schön und damit wollen wir arbeiten. Und am Ende des Tages geht es halt nicht nur darum, was wollen wir arbeiten, sondern wenn ich dann wirklich arbeite, wirklich ein User Experience zu haben, was relativ flawless ist. Und das fand ich jetzt schön, wie man sieht, okay, ich klicke mich einfach durch drei Reiter, das zieht das automatisch mit rein. Und ich erkenne sehr schnell, was ich eigentlich vor der Nase habe und wo ich als nächstes hinklicken muss, um das zu finden, was ich brauche, weil alles passt ja nicht mehr auf einen Bildschirm. Gerade nicht, wenn ich auf diesen unterschiedlichen Niveaus von Aufgabe bis Portfolio hochgucke, von To-Do-Liste bis ich brauche einen Überblick über alle Programme, die gerade laufen und ob sie auf unsere Strategy Map einzahlen. Deswegen danke für den Click-Through. Lass uns drinbleiben und mal mit Thomas seiner Frage anfangen. Lässt sich da zum Beispiel auch sowas wie eine Taktplanung abbilden? Thomas sagt gerne mal noch drei, vier Sätze dazu. Es klingt nach Fertigung, doch was hat dich zur Frage animiert? Was ist in der Background der Frage? Ja, Aaron hatte vorher gesagt, wir können auch switchen auf Bau. Jetzt komme ich aus der Baubranche. Da fangen wir natürlich irgendwo in dem Bereich, wo wir im Design sind, vielleicht mit dem Kanban-Board an und gehen aber dann in die Regulatorik über in Taktplan. Tatsächlich habe ich vor kurzem ein ähnliches Szenario gehabt, da haben wir es über die Phasen hier oben gelöst. Stell dir vor, die heißt nicht Definition oder Planung oder Ausführung, sondern in deinem Jargon. Der erste Takt ist zum Beispiel der hier und du hast deinen Projektplan erstmal leer und füllst wirklich nur Buckets mit Aufgaben. Also du startest quasi Whiteboard-mäßig, bist in der ersten Phase, sagst, okay, ich skizziere das. Und wenn du sagst, okay, wir sind in der Phase, wo wir jetzt in die detailliertere Planung gehen und ein wirklicher Projektplan entsteht, dann hast du theoretisch die Möglichkeit, erstmal diesen Workflow eins weiterzuschieben. Kann man mit Berechtigung machen, kann man selber machen, je nachdem, wie das Unternehmen möchte. Und du hast all diese Aufgaben, die jetzt relativ ungeklustert dann da rumliegen würden, die du dann umführen kannst und sagen kannst, alles klar, aus Test setze ich jetzt einen sauberen Termin, setze ich 4 Tage, fülle das mit Leben. Also wie lange dauert dieser Bug, diese Karte? Und daraus erarbeitest du dir dann Stück für Stück mit auch Sammelvorgängen, einzelne Phasen im Projektplan, deinen Projektplan. Also du hangelst dich quasi ran und das maßgebliche Element, worauf du dann eigentlich zu achten hast als Projektleiter, wäre, okay, in welcher Phase befinde ich mich? Hat das deine Frage beantwortet? Teilweise. Was ich natürlich irgendwann brauche oder was essentiell ist, ist die visuelle Darstellung der Lean Construction Flows, ne? Ich muss ja sehen, wie gehe ich durchs Gebäude. Also ich brauche zum einen die Zeitachse, zum anderen den Flächenbezug oder den Verortungsbezug. Das wäre Extrem mein. gesagt wäre lässt sich das natürlich mit Excel auch darstellen, also einfach bildlich, dass ich einfach Zelle für Zelle dann halt abstufe, ja, Ja, wandere weiter. Mit das dem würde ich. Gantt-Chart lässt sich das nicht wirklich darstellen. Ich Nee. habe keinen Flächenbezug. Das ist Reporting. Also, das sowas stelle ich über ein Reporting dar, indem ich kann ja hier, um da nochmal kurz reinzugehen, ich kann mir ja diese Felder, das Feldergewerk zum Beispiel oder wie auch immer ich es nenne, kann ich mir ja Custom Edge erstellen. Das heißt, ich mache ein Custom-Feld. Nenne das Floor jetzt zum Beispiel und würde in deinem Fall First Floor, Second Floor, Third Floor, blablabla. Und dann, wenn du einen Report über deinen Projektplan laufen lässt, wo du die Daten hast, lässt du dir einfach als Schlüsselelement die Spalte Floor ausgeben und kannst dir dann ja kaskadierend anzeigen im Reporting, weil du brauchst es ja visuell und somit hast du eine Visualisierung deines Projektplans, weil, also das ist auch so ein Thema, wir haben halt nur einen Bildschirm. Ja.
wie das wird, sonst wird es sehr klein oder sehr unübersichtlich. Und sobald wir in so eine Ebene uns bewegen, versuche ich das Thema oder ist es meiner Meinung nach notwendig, das Thema rauszuziehen. Weil dann kommen wir wieder dahin, dass wir, wenn wir so eine Schriftgröße haben und alles so ist und es in die Länge, dann wird die Usability wieder drunter leiden. Deswegen die Tool-Landschaft nutzen und schauen, dass wir uns aufteilen. Und das ist genau unser Punkt. Das würden wir jetzt ausarbeiten, würden dann mit dir ein sauberes Reporting aufsetzen. Und dann hättest du eben deine Anforderungen in diesen Themen. Hat das ein Stück weitergeholfen? Nein. Also das Reporting, okay, das ist ja aber dann was ich rausziehe aus dem Ganzen. Wo ist dann das tägliche Doing? Also Beispiel mal, es passiert auf der Baustelle, die Leute stecken ihre Kärtchen oder kleben ihre Post-its, dann ja in dem Plan, haken die ab oder was auch immer, müssen sie verschieben, haben irgendwelche Störungen. Das alles lässt sich natürlich über ein Reporting darstellen. Wo sehe ich denn, wie viel ich dann zu spät bin in meinem Plan, wenn da irgendwelche Schwierigkeiten auftreten? Das ist ja, also das gibt es einmal, ist natürlich hier die Möglichkeit über deinen Kostenstatus oder Zeitstatus, den du definierst. Den kannst du mit Formeln hinterlegen über Power Automate, dass dir quasi gesagt wird, wenn so und so viele Aufgaben um die Zeit verspätet sind. Also wir hatten das ja vorhin hier bei der Übersicht. Wenn die Aufgaben verspätet sind um Prozentsatz X, dann kann dieses Rädchen hier erstmal auf Rot springen oder auf Gelb. Es hat jetzt noch nicht so viel Aussagekraft. Siehst du aber eben auf einen Blick oder derjenige, der eben reinschaut in deinem Multiprojektmanagement. Na, siehst du, okay, Zeitstatus rot. Dann sollte man sich das Projekt detaillierter anschauen oder eben dann detailliert in Reporting gehen und sich anschauen, warum ist es zu spät, wie viel ist es zu spät, an wem hängt es. Und da kommt man nicht um ein Reporting rum, um rauszufinden, welche Aufgaben, welche Ressourcen sind überlastet, welche Aufgaben sind verspätet, welche Kosten sind explodiert, welcher Zeitrahmen ist explodiert. Das musst du ja beim Reporting machen. Genau, weil sonst sucht man sich in einem wirklich langen Projektplan ja auch sehr schnell zu Tode. Also was in deinem Szenario, glaube ich, das Wichtige ist, ist, dass Leute einfach ihre Aufgaben abarbeiten können auf der Baustelle. Das ist oft so. Wir haben auch oft die Thematik, dass wir auf der Baustelle auf Tablets angepasste, einfachere Anleitungen haben. Also dass die Anwendung auf einem Tablet nochmal deutlich einfacher ist als das. Stichwort, wo wir vorhin waren mit Teams oder Aufgabenmanagement. Und dass man dann im Hintergrund wirklich nochmal die Daten und das ganze Management-Reporting sauber in so einer Umgebung hat. Also das Ich würde es nicht versuchen, auf der gleichen Oberfläche zu halten, sondern das so anzupassen, dass es für alle perfekt zu nutzen ist. Wird man auch Genau. die Chance nutzen wollen, rauszufinden, Thomas, was setzt denn ihr heute ein? Ist das eine Branchenlösung, völlig quasi zugeschnitten, genau auf diesen Case? Oder ist das ein Tool, was auch gecustomized wurde für eure Arbeitsumgebung? Womit arbeitet ihr da? Wie digitalisierten ihr das? Wie bildet ihr das so ab, dass Leute auf der Baustelle bis hin im Hintergrund den Überblick haben, wo steht denn das Projekt? Es hängt ein bisschen natürlich davon ab, wer das ausführende Unternehmen ist. Also wer der GC von dem Ganzen ist. Oder gibt es da vielleicht ein übergeordnetes Link Construction auf der Baustelle? Dann werden da vielleicht so Tools eingesetzt wie LCCM Digital, ist, glaube ich, bekannt in der Baubranche. Oder Koppler. Oder also das sind jetzt nur Firmennamen. Zeigen dir im Endeffekt Taktplan, bis auf ein Gewerk runtergebrochen oder auf eine Aufgabe, haben eben ähnlich wie hier auch gezeigt, dann so Auswertungen wie aus dem Power BI, wo ich meine Radiators habe, wo ich meine Abweichungen, wie viele Verschiebungen habe ich, wie viele Aufgaben führen zu, weiß ich nicht, irgendwelchen Störungen für andere Gewerke. Hab dann aber auch die Möglichkeit, dass ich das halt immer visuell sehe. Also ich sag mal,
Einer, der damit schon mal gearbeitet hat, sieht es im Blindflug, dass ein Gewerk ein anderes Gewerk überschneiden würde, ohne dass ich überhaupt in irgendein Reporting reinsehen muss. Weil einfach, da ist dann kein Puffer mehr oder kein Freiraum mehr. Und die Puffer, die ich im Gantt ja auf die ganze Länge gezogen habe, die sehe ich halt ganz klar immer zum Schluss meiner Aktivität. Sind ja noch mehr mit Bau-Background oder Bau/Architektur-Background unterwegs. Bettina hat auch zumindest das Mikro geunmutet. Weiß ich nicht, ob da noch was dahinter ist oder den Wunsch zum Beitrag. Hat noch Nee, jemand? das ist versehen. Okay, halb so wild. Andere Erfahrungen mit Tools oder gerade baugewerbespezifische Views, die da generiert werden müssen, um quasi in der Steuerung, in der täglichen Steuerung, schnell auf einen Blick, darum geht es ja, zu wissen, wo steht's und wo ist Interventionsbedarf. Gibt es da weitere Erfahrungswerte? Und spannend wäre dann auch die Frage, wie zahlt das dann ein in, oder nein, wie klickt das in, sage ich mal, eher ERP-Systemlandschaften, wo Materialien verwaltet werden oder wo andere Ressourcen bis hin zu Man-Hours, also wirklich die Stunden, die geleistet werden auf der Baustelle. Vielleicht kannst du da, Thomas, nochmal darauf antworten. Wie kann man das vorstellen? Wie ist das verknüpft mit den anderen Systemen? Gerade wenn du sagst, eigentlich der GC definiert, womit gearbeitet wird. Wie klicken denn dann alle Gewerke da dran, alle Subcontractor und so weiter und so fort? Ist das ein flüssiges Arbeiten oder ist das dann eigentlich schon ein, da ist halt das Tool und wir arbeiten mit unserem und wir müssen immer gucken, wie wir es sauber synchronisieren und harmonisieren? Steckt da großer Aufwand? Ist das flüssig? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich nicht in der Baubranche unterwegs war, niemals. Aber es interessiert mich. Ja, es ist natürlich eine Notwendigkeit für die Kollaboration auf der Baustelle. Das heißt, Stand-ups und auch, ja, wie nennt man das? Man hat so Räume, wo man dann irgendwo auch diese ganzen Tafeln physikalisch nochmal vor Ort hat. So Obeah-Boards-mäßig, ja. Genau. Mit einer 4 bis 6 Wochen Vorschau, die dann natürlich auch immer wieder mal angepasst werden, aber für die 4 bis 6 Wochen sind sie schon mal eingefroren. Und dann weiß ein oder und der letzte Planende ist immer das Ausführungsgewerk. Das heißt, wir als Projektleiter oder Projektmanager, wir planen nicht für die Leute, sondern die Leute planen im Endeffekt ja selbst Last-Planer-System. Das Ausführungsgewerk definiert, wie lange er für sein oder für seine Aufgabenbereiche braucht. Und darauf hingehend wird natürlich das Ganze dann auch auf die Sequenzen ausgerollt. Ich kann natürlich auch den anderen Ansatz nehmen. Ich sag, ich kann abfragen, wie lange braucht diese Tätigkeit, kann das auf die Flächen runterbrechen, also die Flächen runterbrechen auf die einzelnen Bereiche. Und die Gewerke da durchwandern lassen über Sequenzen. Also beide Möglichkeiten gibt es grundsätzlich, um das auch gegenzuprüfen. Stimmt das, was zählt man uns da? Aber es ist immer davon abhängig, was die Leute schlussendlich auch auf der Baustelle physikalisch widerspiegeln. Irgendwo müssen die ihr Reporting selbst betreiben. Wir betreiben da kein Reporting für andere, sondern das Gewerk oder das Ausführende Unternehmen meldet ja seinen Status zurück und das passiert physikalisch in der Regel mit dem Hackhaken auf der Karte und dann wird es zurückübertragen ins System, welches System auch immer genutzt wird. Also rein digital, theoretisch würde das gehen mit großen Bildschirmen, nur die Wahrscheinlichkeit, dass die wirklich Reportenden auch mit so einem System umgehen können, ist relativ gering. Was ganz gut funktioniert, dass es über Apps auf dem Handy, auf dem Smartphone dann zurückgemeldet wird. Also nicht, wenn man im Raum steht, dass die an dem Bildschirm laufen und das melden, sondern wenn sie über die Baustelle laufen und machen ihre Reportings für sich selbst, dass sie dann auch gleich in der Aktivität
den Status setzen, ist erledigt. Dann kann man sich das mit den Karten theoretisch sparen, wird aber noch nicht so bald passieren, glaube ich. Lass mich das mal, also danke für die Antwort, weil es triggert bei mir ganz viel und eine Sache, die, glaube ich, auch wiederum uns alle betrifft. Und Aaron, mal gucken, wie das dann in der Umgebung, die wir immer noch auf dem Bildschirm haben, funktioniert. Das ist ja ein klassisches Szenario, dass ich quasi die Pläne der anderen irgendwie in Sync kriegen muss mit dem Gesamtplan. Genau. Das kenne ich ja. Dann auch wieder aus meiner Welt. Ich nehme wieder Danone. Manche Dinge produzieren sie selber. Manche Dinge hat ein Co-Manufacturer, ein Lohnhersteller produziert. Die haben dann ihren Zeitplan. Wir haben unseren Zeitplan. Wir sind irgendwie GC an der Stelle, aber müssen gucken, dass an bestimmten Meilensteinen Synchronität hergestellt ist. Dann war ich bei einem Zugbauer. Da hat dann der Kunde mit Primavera gearbeitet und der Zugbauer selber hat aber MS Project genommen. Auch da wieder die Herausforderung: Wie bringe ich denn diese Pläne zusammen? Was lässt denn sich hier dann anknüpfen oder anbinden oder verknüpfen mit einer Außenwelt? Müssen die dann zwingend auch MS Project haben oder in der Microsoft-Umgebung arbeiten? Oder gibt es Schnittstellen, wo ich einfach nur Daten reinfütter? Also genau dein Punkt und vielleicht der Punkt von Thomas nochmal. Thomas, dein Szenario unterscheidet sich jetzt zum Beispiel von dem, was wir in dem Demosystem haben. Aber das Schöne an diesen Lösungen ist ja, dass wir sie mit dir, wärst du jetzt mein Kunde, würde ich erstmal sehr, sehr lange mit dir meine sogenannte Praktikantenphase machen. Also erstmal verstehen, okay, was brauchst du? Wie läuft es? Du beschreibst mir jetzt gerade zum Beispiel, es wird bottom-up geplant. Okay, in dem Szenario ist es genau andersrum, aber dann bauen wir es so, dass es andersrum ist, weil diese App, wie ihr sie alle auch kennt, Apps sind halt flexibel, wir können uns anpassen. Und das ist dann wieder deine Kerbe, Chris. Wenn du jetzt sagst, ich weiß es nicht, anderes Tool, lass es irgendein Projektmanagement-Tool sein. Dann hat Microsoft ja über die Automatisierungsmöglichkeiten schon mal Konnektoren. Also sobald du Konnektoren hast zu anderen Systemen, also die irgendeine Art von einer API oder irgendeine Art von Kommunikationsschnittstelle haben, was eigentlich alle haben, kriegen wir ja bilateral die Möglichkeit her, dass wir die Tools miteinander sprechen lassen. Und jetzt können wir sagen, wir nehmen das Feld Kostenstatus und da fließt halt in das Feld Kostenstatus zum Beispiel nicht nur der Plan ein, der hier dahinter ist, sondern wir hinterlegen das Feld Kostenstatus mit einer Automatisierung, die da heißt, zieh dir bitte noch aus dem zugehörigen Projekt, aus, ich weiß es nicht, Planisware, I don't know, wie sie alle heißen, und rechne die gegen und vergleiche sie mit unserem Projektplan, sehr plakativ jetzt dargestellt oder für andere Felder. Also wir kommen raus aus diesem System. Und wir kommen aber auch von anderer Stelle rein in unser System. Also bilaterale Kommunikation, vorausgesetzt das andere System lässt es zu. Man muss bei uns in 99% der Fälle verbinden wir keine Projektmanagementsysteme miteinander, sondern wir verbinden dann eher, wie vorhin angesprochen, ein SAP mit bestimmten Projektdaten dann mit einem solchen Projekt, mit einer Power App. Und da hat Microsoft sehr, sehr gut funktionierende Konnektoren. Die wir nutzen und mit der wir sehr gut in beide Richtungen kommunizieren können, wenn das die Frage beantwortet hat, Chris. Würde das bedeuten, dass man einen Massenabgleich aus dem BIM-Modell einfließen lassen könnte? Genau, das Thema ist, wenn du an die Daten rankommst oder wenn du einen Spezialisten hast, der mir sagt, welche Daten brauchst du, zu welchen Daten in unserem System zugeordnet, dann kommen wir ran. Das Einzige ist nur, da achten wir halt als Dienstleister drauf, weil das ist, finde ich, eine schlechte Herangehensweise, die Sauberkeit der Datenbanken. Also hier im Hintergrund liegt jetzt ein Dataverse. Man muss sich schon auch so ein bisschen bewusst sein, dass man nicht komplettes Datenbankenchaos anfängt und versucht dann in Mitteldatenbanken zu schreiben und dann kennt sich keiner mehr aus und dann wird irgendwo ein Feld geändert. Dann funktioniert kein Reporting mehr, kein Projektplan funktioniert mehr, es funktioniert gar nichts mehr. So, also die Datenhoheit und das ist viel Kommunikation und viel Zusammenarbeit muss halt gegeben sein, aber ansonsten kriegen wir eine Kommunikation auf jeden Fall her, ja. Ich hätte Ist noch ein Aaron? anderes Best Practice oder so, wo man so ein bisschen Bezug drauf nehmen kann auf den. Wolltest du Ja. noch was ergänzen, Aaron, oder? Ich sage nur, ist halt meistens aufwendig und es bedarf guter Kommunikation, aber nee, geh du gerne rein.
Genau, also der Anwendungsfall, also unabhängig jetzt Baubranche oder andere Branchen, aber sagen wir mal generell produzierendes Gewerbe oder Organisationen, wo jetzt nicht klassischerweise alle Mitarbeiter irgendwie im Büro sitzen, Laptop zur Verfügung haben, sondern draußen in der echten Welt unterwegs sind, gibt es ja sehr oft. Und es gibt ein ganz gutes Beispiel, wo sich, glaube ich, jeder auch was drunter vorstellen kann. Und zwar gibt es ein Best Practice, was Rewe betrifft. Es gibt ungefähr 4000 Rewe-Märkte in ganz Deutschland. Man kann sich vorstellen, das ist für die Zentrale relativ schwer zu kommunizieren. Vor allem die Rewe-Märkte sind in der Praxis eher so ausgestattet, dass sie vielleicht einen zentralen Rechner haben. Da gibt es dann Gemeinschaftsaccount, Service-Account, da können sich die Leute einloggen und dann schaut man vielleicht alle 3 Tage mal nach, irgendwie ist da was passiert oder nicht. Also sehr wenig digital. Trotzdem sind natürlich die Infos, die da generiert werden in diesen einzelnen Märkten, die teilweise in großen Städten sind, aber teilweise auch irgendwo am Land, in der Pampa, also abgeschnitten sind, sind sehr relevant für die Zentrale. Und da lässt sich diese Kombination aus. Die Zentrale hat ein, nennen wir es mal, komplexes Projektmanagementsystem, wo das mit Daten gefüttert wird und das wird eben appbasiert dann eingesteuert. Das ist eben ein super Use Case. Und wie komplex man das dann darstellt, in dem Fall war es ganz simpel, einfache Fragen mit grüner Daumen hoch, roter Daumen runter. Das war das Modell der App. Also ganz simpel, ist die Lieferung XY heute angekommen? Ja, war alles sauber? Ja, war irgendwas kaputt? Nein. Also einfach mal so ganz simple Fragen. Und ich glaube, an den Beispielen merkt man schon, dass ja auch, das ist das, was wir auch immer gerne mit dazugeben. Generell, wenn man sich mit Tools beschäftigt, versucht man immer seinen eigenen Anwendungsfall bestmöglichst dem Tool dann anzugleichen und das Tool dann praktisch zu customizen. Die Tools oder die Systeme an sich bieten aber auch die Möglichkeit, so ein bisschen natürliche Grenzen in Anführungsstrichen aufzuzeigen und auch mal Dinge wieder zu hinterfragen, sodass man zurückkommt nach dem Motto, die Aufgabe von Projektmanagement ist ja auch vielleicht komplexe Dinge einfacher zu gestalten und Komplexität rauszunehmen. Und so mit diesem Beispiel vielleicht grüner Daumen hoch, roter Daumen runter, einfach nur als Reporting von diesen 4000 Rewe-Märkten aus den Märkten raus, ist vielleicht eine ganz gute Best Practice, wie man auch an seine Daten und Informationen kommt und wie man auch eine zumutbare Situation schafft, wo die Leute dann eben nur noch über ein Tablet zukünftig Chuck, Grün oder Rot gedrückt haben, aber trotzdem die notwendigen Informationen in Summe so konsolidiert wurden, dass die Zentrale damit was anfangen konnte. Ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, wo ja jeder einen Bezug dazu hat, den man sich da vorstellen kann. Cool. Thomas hat auch das Mikro gemutet. Ich schätze, dann nehme ich das einfach als Zeichen, das Thema halbwegs anschaulich besprochen und halbwegs umfänglich für diesen Kontext jetzt. Gehen wir mal zu Ron seiner Frage. Jetzt muss ich ein bisschen scrollen. Du Ron hat einige sagtest Fragen. zum Ron Thema war. Ressourcenmanagement, welche sind dir wichtiger? Du hast zwei, habe ich hier drinnen. Von unten nach oben oder oben nach unten? Ron, ergreif einfach das. Ja, könnt ihr mich hören? Ja. Ja. Ah, okay, super. Ja, die ersten beiden haben sich ja quasi schon erledigt. Ich habe schon den Report gesehen. Wenn es da quasi noch ein Best Practice gibt oder wie es auch anders realisiert, dann gerne nochmal drauf eingehen. Genau, also Ron, ich freue mich mit dir, dass wir endlich Basispläne haben oder eine Genau. Baseline. Da können wir gerne virtuell darauf anstoßen. Man kann das Thema Ressourcenplanung auch noch, wenn du meinen Screen siehst, schon auch noch tiefer machen. Dann ist man eben im Dynamics-Umfeld und kann hier mit Ressourcenanforderungen und Buchungen arbeiten. Also man kann auch nicht nur über Reports etwas sehen, sondern auch hier arbeiten. Und man arbeitet trotzdem noch mit Project for the Web, hat aber die Möglichkeit, zum Beispiel auch sowas wie, was Project for the Web, glaube ich, normalerweise einfach nicht ermöglicht, sowas wie generische Ressourcen. Ich habe hier eine Maschinenlinie A1, ein Feste Stelle, Arbeitsgerät. genau, ja. Genau. Das ist so dieser Reiter, der das noch ein bisschen vertieft. Aber genau, das wäre meine Herangehensweise. Also Reporting und dann versuchen, mit dem, was ich dir gerade gezeigt habe, noch tiefer reinzugehen. Ja, kann ich noch eine Frage stellen? Die habe ich jetzt noch nicht reingeschrieben, aber ich würde sie gleich einfach mit reinhauen. Gerne. Was hatten die für einen Best-Practice-Ansatz zum Thema vorgangsbezogene Stundenrückmeldung? Also, wir haben gerade noch SAP R3. Wir haben das quasi alles über CATS, über die PSP-Struktur.
entsprechend gelöst, die wir quasi für jedes Projekt realisieren, ne? Was hat denn da für einen Ansatz? Gibt es da eine Ja. vorgangsbezogene Stundenrückmeldung? Weil Genau. das kenne ich bisher in Project for the Web noch nicht, dass das irgendwie Genau. funktioniert oder geht. Ja, das ist tatsächlich, wir haben es bei zwei Kunden im Einsatz. Ich habe es nicht auf dem Demosystem. Du musst mir jetzt einfach kurz glauben, was ich dir erzähle. Früher in Project Online ging das. Da konnte man Zeiten zurückmelden auf Vorgänge und alles toll, aber es war kompliziert ohne Genau. Ende und niemand hat es verstanden. Jetzt ist es so, dass wir es ausgelagert haben und zwar eine Power-App. Also wir haben eine App in Teams eingebunden, wo du deine Stunden quasi auf einen Vorgang zuweisen kannst, der einfach nur im Hintergrund die Datenbank abgleicht und quasi schaut, ah, okay, Ron ist in der App. Deine User-Daten trackt, ah, die und die Vorgänge sind dir zugewiesen, verstehe, okay, du möchtest also so viele Stunden und das wird dann wieder separat in der Datenbank gespeichert und runtergeschrieben. Weil viele Unternehmen früher in der alten Welt das Problem hatten, dass es halt aus mehreren Systemen die Stunden zusammenkamen, und dann sich teilweise Stunden überschrieben haben. Und so haben wir halt gesagt, wir nehmen dieses als Insel und können so alle Vorgänge, die jetzt im Project for the Web an deiner Ressource hängen, mal tracken. Wenn du jetzt aber sagst, du trägst dann auch noch an der Stempeluhr an der Tür deine wirklichen Arbeitszeiten ein und in SAP, dann können wir die alle zusammenführen. Und das ist das Endziel. Deswegen machen wir es immer auch dann mit einem Frontend, so wie es der Kunde haben will, möglichst einfach, vielleicht auch in einem Intranet eingebunden vom Kunden. Weil da gibt es nicht so den Ansatz, wo man sagt, ja, das nehmt ihr jetzt bitte alle. Das ist, finde ich, sehr individuell auf Unternehmen zuzuschneiden. Also falls dann auch irgendwie vielleicht ein, zwei Screenshots in die Dokumentation passen, packen, das wäre super. Das Ja. können wir machen. Ich schreibe es mir auf, ja. Yes. Danke euch. Gerne. Das waren deine Fragen, gell? Weil die Dauer der Einführung war nicht Genau. von dir. Vom Andreas kam die, wie lange dauert so eine Einführung circa? Komplette Toollandschaft klingt natürlich. Okay, was heißt komplett? Andreas, magst du kurz drei, vier Sachen dazu sagen? Ja, super. Ja, danke erstmal für die Ausführung bis jetzt. Also, ihr kommt genau richtig zu einem richtigen Zeitpunkt, weil wir sind gerade dabei, das Teams richtig zu nutzen und versuchen jetzt langsam, ja, fast all unsere Projekte. Also, wir kommen aus dem Maschinenbau und haben aktuell ungefähr 158 parallel laufende Projekte, jetzt vernünftig abzubilden. Und das, was ihr jetzt hier gezeigt habt, das war sehr interessant, also auch mit dieser Power BI-Geschichte, das läuft bei uns im Moment in einem, ja, separat. Das heißt, diese Geschäftsführung und der Führungskreis haben da Zugriff drauf, aber nicht das gesamte Team. Und alles das, was ihr jetzt hier gezeigt habt, ist super interessant. Und mich würde einfach interessieren, wenn man euch jetzt anspricht und sagt, so, die Erläuterung, das muss ja eingeführt werden. Das Team ist ein Projekt bei uns im Prinzip. Da werden die Dateien abgelegt, da wird die Konversation drüber gemacht. Wir haben jetzt vor kurzem angefangen mit dem Project Web, dass man es also auch darstellen kann. Aber das Tool, was ihr hier habt, das ist ja genial. Und mich würde einfach nur interessieren, so grob, dass man so eine Zeitschiene kriegt, wenn man euch jetzt kontaktiert, wie lange würde sowas brauchen, um das im Unternehmen umzusetzen? Daniel, magst du? Kann ich gern. Das ist natürlich eine komplexe Frage, weil ein paar Hintergrundinformationen braucht man. Also ungefähr, bleiben wir wieder beim Bauen. Was kostet es, ein Haus zu bauen? Ist natürlich, kommt darauf an, wo, wie, mit Gegenstromanlage oder ohne, mit Pool oder ohne. Aber es ist so, wir, sagen wir mal, wenn man das Gesamtprojekt ein bisschen runterbricht, dann hängt das ja aus mehreren Faktoren. Also ich würde mal sagen, der eine Teil ist Change Management. Und unter Change Management würde ich verstehen, wie stark ist der Veränderungswille in der Organisation. Und davon ist es abhängig, weil wenn die Organisation grundsätzlich einen starken Veränderungswillen hat, ist es einfacher, sowas zu implementieren und geht auch schneller und kostengünstiger. Der zweite Punkt, der natürlich essentiell ist, nutzt man schon Microsoft-Technologien? Also hat man schon Microsoft lizenziert? Kann man sich schon mal anschauen, okay, was nutzt man, also was bezahlt man vielleicht schon, was man noch gar nicht nutzt? So der Klassiker. Und dann natürlich, wie viel Bedarf, also wie stellt man so ein Gesamtprojekt auf? Also geht es eher darum,
100% outzusourcen, oder möchte man so eine Art Train-the-Trainer-Struktur mit aufbauen? Ist ja auch oft gangbar, dass man sagt, man hat vielleicht zwei Ansprechpartner in der Organisation, und dementsprechend sind ja die Kosten immer gleich weniger, also Kosten auf Dienstleisterseite. Es gibt natürlich Opportunitätskosten ja auch, Personal kostet ja in Summe immer Geld, aber diese Fragen muss man und ein paar mehr eigentlich nochmal durchgehen. Das können wir gerne separat auch nochmal machen, und dann kann man sich anschauen, wo man da ungefähr liegt. Es ist jetzt nicht so, um das ein bisschen einzugrenzen, damit es ein bisschen befriedigender ist von der Antwort, dass man das monatelang braucht. Also der grobe Zeithorizont, würden wir ungefähr sagen, sind so 6 bis 8 Wochen, die man braucht, und eine Grundstruktur für eine Einführung basiert immer klassisch, ist auch nichts Neues. Wichtig ist ein Kickoff-Termin, wo man vor allem die Erwartungshaltung klärt. Also was bringt die Organisation ein, was sollen wir einbringen, was soll genau gemacht werden, wie viele Templates sozusagen sollen individualisiert werden oder genutzt werden, das, was es schon gibt, also diese ganzen Fragestellungen. Und dann gibt es eine Sure-Fix-Serie, also ein wöchentlicher Termin, 1 Stunde, wo man eher das Projekt begutachtet, wie ist der Status quo, was ändert sich. Und dann arbeiten wir sehr viel mit einzelnen Web-Sessions zu gezielten Themen. Also wir haben so die Erfahrung gemacht, was das ganze Thema Meetings angeht, dass einfach diese klassischen Tagesworkshops immer ein Gefühl hinterlassen, als hätte man enorm viel geschafft, weil man viel gesprochen hat und viele Blickwinkel mit reingebracht hat. Aber dass es grundsätzlich einfacher ist, sich wirklich einen Schwerpunkt draus zu suchen, bleiben wir bei dem Thema Ressourcenmanagement oder wie auch immer, und das gezielt einmal Maximum 2 Stunden zu besprechen. Das kann auch vor Ort sein oder so, aber das ist natürlich immer schwierig, wenn man jedes Mal an- und abreisen muss. Und das sind so die Bausteine, die darauf einzahlen. Dann kommt man in 6 bis 8 Wochen hin, und kostentechnisch hängt es eben von den Lizenzen ab, die man schon bezieht, was die laufenden Kosten angeht und was die Implementierungskosten angeht, sehr stark von dem, wie hoch der Prozentanteil sein soll, den man mit reinbringen soll. Ist das konkret genug, oder muss ich versuchen, mir irgendwelche Zahlen praktisch rauszunehmen? Es gibt, Nee, wir alles. haben, ich kann da Bezug nehmen. Wir haben so viele unterschiedliche Projekte. Also wir haben Kunden, die legen unfassbar viel Wert auf Change Management, und da sind sehr große Budgets nur für Change Management. Und ich finde das super persönlich, also nicht wegen den Budgets, sondern weil ich grundsätzlich davon überzeugt bin, dass oft so Tool-Einführungen immer irgendwie auf dem schlanken Fuß gemacht werden oder zu schlanken Fuß. Man schaut, was kostet das? Ah, okay, dann verhandelt man noch und drängt irgendwie möglichst eng das zusammen. Ja, 2 Tage Schulung reichen doch auch. Da packt man nämlich 50 Leute rein, die können da alle damit zuhören. Aber jeder weiß halt, ja, diese Frontalbeschallung zu solchen Themen, weiß ich nicht, ob man da jetzt qualitativ an Expertise aufbaut, um dann wirklich auch längerfristig damit arbeiten zu können. Aber das sind alles Punkte, da gibt es natürlich auch Lösungen dafür, die sich aber am Ende dann auch auf ein Budget auswirken für so eine Einführung. Nee, super. Die Antwort, also für mich komplett ausreichend. Ich hatte jetzt mit mehr Zeit gerechnet. Der Vorteil bei uns ist halt, dass wir auch seit einem Jahr jetzt komplett auf diese Microsoft-Welt getrimmt sind, ne? Das heißt also, wir haben das Office 365-Paket und arbeiten jetzt schon mit Planner, mit Teams, mit dem OneNote eh schon länger. Also wär für uns eigentlich ja, genau richtig, ne? Genau, also was wir machen können und auch empfehlen können, ist immer, es geht ja darum, also unsere Erfahrungen mitzuteilen, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Und das sind so klassische Audits, dass man damit einfach mal anfängt. Weil oftmals basieren ja, sagen wir mal, Entscheidungen mit Know-how. Also ihr als Person kennt natürlich diese ganze Blickwinkel eurer Organisation am besten, und wir kennen uns mit der Technologie am besten aus. Und wenn man möglichst schnell und kompakt einmal durchgeht und auch zeigt, was ist denn möglich, was geht denn, wie kann man gewisse Use Cases darstellen, was ist denn, dann hat man schon einen Know-how-Transfer, und der ist relativ sinnvoll, weil dann kann auch auf Organisationsseite einfach bessere Entscheidungen getroffen werden, weil immer irgendwie in, sagen wir mal, Papierkonzepten zu sagen, ja, das machen wir jetzt und das sieht das so aus, ist halt wenig greifbar. Man will es ja mal selber durchgeklickt haben, mal gesehen haben, und deswegen machen wir sehr viel so schlanke Audits. Das kann man irgendwie in 1 bis 3 Tagen insgesamt machen, wo man wirklich mal sich vornimmt, was ist denn an Microsoft-Technologien im Unternehmen vorhanden und was kann man damit überhaupt machen?
machen? Also ich gehe mal davon aus, jeder wird wahrscheinlich ein Smartphone haben oder die meisten. Und jeder, wenn er gefragt wird, wie gut kennt man sich mit seinem iPhone aus, würde sagen, ja, super, ich arbeite ja jeden Tag oder nutze es die ganze Zeit 8 Stunden. Aber wenn man jetzt wirklich mal zum Beispiel mit dem iPhone gibt es auch die Möglichkeit, mittlerweile gewisse Automatisierungen auszulösen oder sagen wir mal Detaileinstellungen, die man nicht kannte. Und das finde ich eigentlich immer ganz nettes Beispiel, weil dann liest man doch oder sieht irgendwie was, wenn pfiffige Leute auf YouTube wieder was erklären und denkt sich, okay, ich habe seit 10 Jahren ein iPhone und hatte keine Ahnung, dass man das auch so machen kann. Und ähnlich würde ich das auch mit den Tools einfach beziehen. Und je mehr man selber auch weiß, desto besser kann man auch die Entscheidung treffen, was für die Organisation am besten ist, von der Lösung her. Super. Danke erstmal. Danke. Ron ergänzt gerne. Du hast dich angeboten, Erfahrungswerte dazu zu teilen. Wie schaust du drauf? Mache ich gern, genau. Also wir haben uns in den letzten 12 Monaten in meinem Unternehmen mit den, neben euch, mit den drei großen Dachplatzhirschen beschäftigt, mit der TPG in München, mit der Solvi in Hamburg und auch mit den Torben Blankertz von der NetPoint. Ja, auch mit dieser Model Driven App, was halt, glaube ich, ganz wichtig ist. Andreas, so als Tipp, ist einmal, dass ihr quasi mit der Model Driven App so einen Process Business Workflow abbildet. Das heißt, so eine Art Stage Gate Modell, was natürlich irgendwie mit eurem Vorgehensmodell aligned ist. Und je mehr, sage ich mal, Business Units ihr habt oder auch verschiedene Unternehmensteile habt, vielleicht auch global da irgendwas machen wollt, ist es halt wirklich mega wichtig, dass ihr, um die Akzeptanz am Ende auch zu haben, wirklich ein Process Business Workflow habt, den ihr quasi dann in dieser App nutzen könnt, der für alle gleich und identisch ist. Wenn ihr dann quasi anfangt und da quasi unterschiedliche, sage ich mal, einfach unterschiedliche Anwendungsgebiete habt, unterschiedliche Vorgehensmodelle nutzen wollt, dann kommt ihr da an eure Grenzen und dann gibt es halt schnell Leute, die halt dann einfach unzufrieden sind. Und selber zum Thema Kosten, was Reports angeht, da steckt wirklich dann eine Menge Budget und Kosten drin, dann wirklich die einzelnen Reports aufzubauen für jedes Team, für Portfolio, fürs Management, Kosten etc. Das so als Tipp von mir. Super, Danke. vielen Dank. Scroll gerade hoch. Danke, Ron, für den Erfahrungswert. Und teile ich auch aus User-Sicht die Erfahrung. Auch da in dem nordamerikanischen Startup habe ich auch einmal einen großen Tool-Change miterlebt. Und wenn das nicht klar ist, wir hatten auch einen ganz definierten Stage-Gate-Prozess und auch vieles an Vorlagen, Vorarbeiten, Strukturen in dem neuen Tool schon etabliert. Und dann vielleicht. Was da sehr gut funktioniert hat, aber das ist nordamerikanische Art und Weise. Dann haben sie halt gesagt, wir haben jetzt den Status quo, den wir brauchen, die Absprungbasis, die solide ist. Und jetzt schalten wir die alten Systeme aus und wir zwingen alle mit dem neuen zu arbeiten und wissen natürlich, das sorgt für Unmut, aber sorgt der Change so oder so. Aber wir müssen jetzt sehr, sehr schnell reinspringen und mit dem neuen Tool Lösungen finden. Und klar, da musst du auf der einen Seite Ressourcen vorhalten. Also uns war das allen klar. Jetzt gibt es 2 Monate, wo wir echt den Fokus darauf auch legen müssen. Du musst Budget vorhalten für den Dienstleister, der das dann flankiert, damit nicht alle irgendwie jugendforsch mit den neuen Tools machen. Aber dann nach 2 Monaten war Ruhe, bis hin zu, dass andere Business Units kamen und sagten, wie habt ihr das hingekriegt? Wir hören so viel Positives, wir wollen von den Automatisierungen, von den Reports auch profitieren, weil ihr sagt, ihr spart so unglaublich viel Zeit. Das hätten wir auch gerne. Und das ist vielleicht noch so ein Tipp, wirklich da auch, ja, es geht um Change, auch Leute mitnehmen, aber auch bei den Tools, war die beste Tool-Einführung, die ich je erlebt habe, klare, harte Kanten und klare Statements setzen und nicht irgendwie ein halbes Jahr auf beiden Arschbacken, altes System, neues System, arbeiten und allen die Wahl lassen, wann sie sich jetzt dem Neuen widmen. Das hat bei einem anderen Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, gar nicht gut funktioniert. Und alle waren dahinter unglücklich. Das ist vielleicht noch ein Erfahrungswert von meiner Seite. Doch, es war auch jemand dabei. Ich scroll mal ganz hoch, wenn ich mich auf die Umfrage vom Anfang beziehe. Peter, ist der Peter noch im Bunde? Nee, der ist weitergezogen. Ne? Nee, Peter, du bist noch da. Du sagst auch, bist als Sys-Admin, IT-Beratung unterwegs und setzt deine Erfahrungswerte irgendwo zwischen Advanced und Native. Hast du noch Ergänzungen zu machen, auch aus deiner Brille, deiner Erfahrung? Ein Use Case vielleicht auch, den du mit reinwerfen willst. Tipps, wie man so eine Tool-Einführung, Tool-Landschaft-Einführung angeht. Ja, ich bin noch hier. Cool. Also in dem Umfang kann ich da keine Inputs liefern. Ich bin, glaube ich, im Projektmanagement in kleinen Rahmen tätig. Meine Inputs wäre halt,
was ich jetzt immer die Erfahrung gemacht habe, die End-User, also nicht nur die Projektmanager mit einbeziehen, sondern die End-User. Also das war bei meinem Projekt immer ganz wichtig, dass halt nicht nur Projektmanager da an dem Projekt mitarbeiten, sondern halt auch die User, die am Ende einfach nur die Tasks abhaken. Und die müssen auch mit einbezogen werden. Und da ist, glaube ich, immer, oder war bei mir jetzt erfahrungsgemäß immer das Problem, die Projektmanager, die waren da immer ganz motiviert, neue Systeme zu nutzen. ja, das ist eigentlich alles. Aber das waren alles kleinere, vielleicht was hier diskutiert wird, kleine Projekte. Wobei es Aber, ein neuralgischer sorry. Punkt ist, Aaron, gerne, genau. Und Aber Henning das hat ist auch noch genau was. der Punkt, vielleicht um da nochmal einzugehen. Also, das ist ja eigentlich was super Schönes, was du sagst. Und was wir zum Glück jetzt auch endlich bemerken, dass wir uns über sowas unterhalten, was für den Nutzer möglichst einfach ist. Und dieses Umdenken ist irgendwie schleichend, aber dann doch auch gekommen. Und es hilft dem Ganzen enorm, weil die Unternehmen einfach verstanden haben: okay, alles klar, dann haben wir trotzdem unsere Daten und die Projektmanager können trotzdem basteln und tun, aber die User haben halt auch noch Spaß dran, weil du hast halt so oft Systeme oder die ich gesehen habe, da macht es einfach keinen Sinn, da macht es einfach keinen Spaß. Und weiß nicht, also irgendwie soll dann der Job, wenn man ja irgendwie Projektmanager oder Aufgaben zu tun, man soll ja auch irgendwie Spaß machen, soll cool sein, soll kollaborativ sein. Und das, glaube ich, war einfach vor ein paar Jahren noch gefühlt, zumindest meine Erfahrung, einfach anders. Und das finde ich ganz nett, dass es sich in die richtige Richtung wendet. Darf ich hier gerade mal noch eine Frage stellen, Gegenfrage? Ihr habt ja jetzt hier mit Project for the Web oder Neuplanner Premium arbeitet ihr hier. Und ich bin gerade auch dabei, hier mich ein bisschen zurechtzufinden. Dataverse, Model-Driven Apps und wie gesagt, Projects for the Web. Und wie ist denn hier mittlerweile die Integration oder die Kompatibilität mit dem Planner? Also die Lizenz frei oder sagen wir mal, was halt bei den Business- oder Enterprise-Lizenzen so dabei ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin nicht sicher, da ist jetzt ein neuer Planner rausgekommen. Ist der schon auf Dataverse oder ist das noch die alte Technologie? Der ist jetzt schon Dataverse. Okay. Und auch also bei uns zum Beispiel, mit den Firmen, die ich zusammengearbeitet habe, da war halt immer Planner die App oder halt in Teams dann. Funktioniert das mittlerweile schon? Kann man in der App auch quasi ohne Lizenz die, also ohne Lizenz, ich meine jetzt mit der Planner Free Lizenz, nicht Premium, kann man da Einsicht Das und ist Schreibrechte? genau, spannende Frage, spannende Phase. Ich sagte, das ist gerade, es läuft gerade halt auf zwei Ebenen. Das muss man so ehrlich sagen, wie es ist. Du hast das neue Planner, du hast auch die Basic- und die Premium-Funktionen, du hast aber auch immer noch Project for the Web bestehen und du hast auch noch immer die Lizenzen, in denen wir uns hier bewegen. Es soll ja gemerged werden alles. Status quo jetzt, manche Tenants, also manche Unternehmen mit Teams-Instanzen können den Vollumfang nutzen, bei manchen ist es noch nicht. Und diese Funktion, die wir jetzt sehen, ist ja, dass wir über die Premium-Lizenz einfach Project for the Web hinter einem Planner-Board bekommen, plakativ gesprochen. Du kannst weiterhin mit der Basic-Lizenz deine Karten erstellen, deine Aufgaben erstellen, dein Bucket-System aufbauen und du kannst aber mit der Premium-Lizenz dann, wenn du sie hast, diese Aufgaben bestimmten Projektplänen zuweisen, wenn du dafür freigegeben bist. Oder du hast eben keinen schreibenden Zugriff, kannst das nicht. Das Ding ist, ich würde da gerne mit dir lange drüber diskutieren, aber das ist vieles einfach noch Glaskugel. Ja, ich habe auch das Gefühl, es ist eine Übergangsphase, wo man nicht genau Genau. weiß, was jetzt passiert oder wie es genau am Ende aussieht. Aber die ist Okay, verständlich, aber weil du ja. kannst, du konntest weder A noch B einfach ausschalten. Klar, Oder ja. wegnehmen, das geht nicht. Ergo musst du dich in dieser Phase befinden. Wenn wir jetzt in einem halben Jahr sprechen, glaube ich, ist einiges klarer oder in 3 Monaten. Aber Status heute ist es einfach, es funktioniert beides. Aber Status heute kann ich dir dazu leider jetzt nicht die Endaussage geben.
Zum generellen Verständnis gehört halt damit dazu, dass Microsoft einfach sehr lizenzgetrieben ist in dem Fall. Also wie man sich ein amerikanisches Unternehmen vorstellt, die Entscheidungen, was die Funktionen angeht, welche Tools gepusht werden, welche Technologien gepusht werden, wo sozusagen Ressourcen draufgelegt werden, basiert mehr oder weniger zu 100% aus dem Verhalten der Lizenznehmer. Deswegen gibt es auch viele alte Technologien, die noch weiter verwendet werden, am Leben gehalten werden, obwohl es eigentlich alte Technologien sind, weil einfach der Großteil der Konzerne diese Technologien nutzt und dementsprechend Lizenzen bezieht, dafür bezahlt. Das ist halt immer Fluch und Segen zugleich, was diese Themen angeht. Und genauso ist halt auch, was diese Lizenzthematik angeht, die du zu Recht mit reingeworfen hast, weil das echt extrem komplex ist. Also welche Lizenzen für welche Art von Konstellationen in der Systemlandschaft relevant sind, das ist eine eigene Wissenschaft für sich, die sich auch ständig wieder ändert. Und teilweise ist die Namensgebung von Microsoft für einzelne Komponenten auch so verwirrend. Also wir haben immer das Beispiel, es gibt ja Project Online und da gibt es ja die sogenannte Project Web App und dann gibt es Project for the Web und dementsprechend Project Web App, Project for the Web, vollkommen unterschiedliche Technologien, klingen aber so gleich und das führt halt oft dazu, dass natürlich Einzelpersonen, Unternehmen, wie auch immer, erstmal verwirrt sind, ach so, ja klar, das nutzen wir ja schon und so weiter, aber eigentlich von was ganz was anderem reden in dem Zusammenhang. Deswegen ist diese Lizenzkomponente mit reinzubringen, macht es immer sehr, sehr komplex. Und anders gefragt, was habt ihr jetzt bei der Demo vorhin, was ist das und die Grundlizenzierung, die man benötigt, also klar, braucht Project for the Web, plus wahrscheinlich noch ein Power App Lizenz und dann ist man da dabei. Ist Ja, jetzt korrekt? das Mhm. ist korrekt. Genau. Und das empfehle dann halt für jeden vom Projektmanager bis Endanwender durchs Band müssen das dann alle. Das ist wieder die Praktikantenphase. Ich würde mir halt in deinem Fall anschauen, okay, was braucht euer Projektleiter? Braucht er wirklich das, was die P3-Lizenz kann? Oder reicht ihm vielleicht auch eine P1-Lizenz, einfach nur um Kosten zu sparen? Weil wie Daniel schon gesagt hat, das ist. Also weder bieten wir Lizenzen an, noch haben wir jemanden, der sich Fulltime damit beschäftigt, weil du es einfach Fulltime machen musst. Deswegen versuchen wir den Kostenrahmen da zu drücken. Und es reichen oft viele P1-Lizenzen und einfach eine Power-Apps-Lizenz. Und wenn du sagst, du bist nur in Teams unterwegs und machst nur da deine Aufgaben, dann reicht dir sowieso eine P1. Also. Genau, oftmals ist es also bei Prozesse, bleiben wir mal beim Stichwort Automatisierung, also zum Beispiel mit Power Automate, das sind ja auch immer so, sagen wir mal, Irrglauben, dass man natürlich für alles eine Einzellizenz braucht. Also man hat 1000 Personen im Unternehmen, die sollen das bedienen können, deswegen braucht man 1000 Lizenzen. So, das wäre jetzt der logische Schritt. Wir empfehlen da sogenannte Service-Accounts einfach zu nutzen, weil die Fragestellung ist immer, was muss man damit machen? Also geht es um Lesen, geht es um Schreiben oder triggert einfach nur eine sozusagen Lizenzierung von Power Automate zum Beispiel einfach nur einen Workflow, der einmal nachts getriggert wird, angestoßen wird. Und dann kann man sich natürlich auch viele Lizenzen sparen. Und da gibt es zig Möglichkeiten, wie man da, sagen wir mal, Lizenzkosten sparen kann. Wie der Aaron gesagt hat, wir finden da immer wieder pfiffige Lösungen, weil wir haben nichts davon als Organisation. Und Microsoft ist jetzt auch nicht so arm dran, dass sie jetzt auf jeden Euro angewiesen sind. Und deswegen, wenn man da ein bisschen auf der Piraterie-Ebene unterwegs ist und im Sinne der Organisation schaut, wie man sich Lizenzen sparen kann, dann ist es, glaube ich, eine gute Sache, so der Robin Hood-Effekt. Ja, die Project for Office Lizenz wurde ja auch zuletzt entsprechend aufgewertet, ne? Und das ist ja auch extrem gut. Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Was wurde aufgewertet? Es gibt eine Project for Office Lizenz, die kostet quasi nichts. Da kann man quasi auch Personen zuordnen oder auch quasi Vorgänge, Aufgaben vergeben. Die können auch zurückgemeldet werden, man kann auch einen Fortschritt oder einen Status vergeben und braucht gar keine Lizenz. Project for Office ist quasi kostenfrei und muss halt nur im Environment verfügbar sein. Ah, Hängt okay. Hängt an an der wusste ich Lizenz, nicht. die dein kompletter Microsoft-Account dran hat. Genau, M365-User ist Pflicht, ne? Dann Genau. funktioniert es. Genau. Ja. Ja, Unternehmen, also wenn wir bei den Project-Lizenzen bleiben, sozusagen P1, P3, P5, ist auch so ein Klassiker. Also wir haben
noch kein Unternehmen kennengelernt, was unterlizenziert war. Liegt, glaube ich, einfach an dem Effekt, man schaut sich so an, was es gibt. Ah, okay, kostet 7 Euro, kostet 15 Euro, kostet 50 Euro, was auch immer. Machen wir mal 3 davon, 20 davon, 5 davon und dann wird es schon passen. Also das ist ja, glaube ich, das meiste, wie sozusagen, wie auch immer, IT-Abteilungen oder die sich darum kümmern, auswählen, welche Lizenzen man kauft. Also eher ist erfahrungsgemäß sind die meisten Organisationen überlizenziert und nutzen einen Großteil der Funktionen nicht, die sie eigentlich per Lizenzkosten schon bezahlen. Für Microsoft, das ist meistens wahrscheinlich zu 90% der Fall. Ich hätte nur eine Frage zu den Lizenzen, wo wir gerade so schön bei sind. Ich schreibe es jetzt aber nicht, wenn es okay ist. Sag einfach gern. Ja, ist okay. Ja. Und zwar Project for the Web, du hast da gerade, glaube ich, gerade auch schon angesprochen, es gibt ja eine Plan 5 Lizenz. Wenn ich jetzt auf die Microsoft-Seite gehe, dann wird da auch was darüber geschrieben, über Kapazitätsplanung, Ressourcenmanagement. Ich habe noch nirgendwo bei YouTube sonstiges zu dieser Plan 5 irgendeine Demo gefunden. Nix. Project on. Ich wüsste auch Ja. nicht, ich kenne auch kein Unternehmen aus so, sag ich mal, so Stammtischen oder sowas aus der PMI Chapter Community oder IPMA hier, so irgendwelche Gebiets, sag ich mal, Chapters oder sowas. Kenne ich nichts, kenne ich kein Unternehmen, was diese Plan 5 im Project for the Web, also in der Cloud nutzt. Kennt ihr da Auch irgendeinen Anwendungsfall? Gibt's nee. das? Habt ihr das einen Mehrwert? Weil du keine antiquierten Projektmanager kennst, die Project Online und Project Web App nutzen. Dafür hast du sie gebraucht und dafür ist sie wichtig. Für Portfolio, Ressourcenmanagement, Portfolio, Treiber in der alten Welt. Im aktuellen Szenario kenne ich auch niemanden und ich würde sie auch nicht beratend anbieten. Wir haben tatsächlich ein, zwei Kunden, die in der Project Online oder Project Server Welt unterwegs sind, die haben ein oder zwei von diesen Lizenzen, weil das braucht meistens einer im Advisory Board und vielleicht ein CEO oder CFO, der da unterwegs ist und das war's. Ja, Sonst ist weil die vollkommen irrelevant. ich glaube, die kostet 58 Euro. Ich glaube, die Plan 3 mittlerweile 28 oder irgend sowas, ne? Also, das kostet jetzt irgendwie 60, 70% mehr. Was ist das denn für ein Mehrwert, ne? Also, verstehe ich überhaupt nicht, ne? Aber das ist das, was Daniel gesagt hat. Du gehst auf diese Website, denkst dir, ah, alles klar, mein Unternehmen hat Leute, die im Projekt mitarbeiten. Ah, klar, wir haben Projektleiter. Ah, klar, wir haben Abteilungsleiter oder Geschäftsführer. Dann hast du diese Cluster und dann denkst du dir, okay, passt perfekt. Die brauchen P5, die brauchen P3, die brauchen P1. So, Genau. das suggeriert diese Webseite, besser geht's nicht. Problem Ja. ist, das ist halt nicht die Wahrheit. Und das ist Ich das, habe. was wir eben dann uns anschauen und sagen, ja, nee, probier es dann doch mal anders. Nämlich nicht so, wie es die Website suggeriert, sondern so, wie wir es gemeinsam uns erarbeiten. Und dann sparst du dir mal ganz entspannt meistens 40%, 45% von den Lizenzkosten, die du hast im Projektmanagement-Umfeld, wenn du es sauber machst. Ja, ich habe es gefunden, was du meinst. Microsoft vermarktet praktisch die Screenshots von Project for the Web, beschreibt aber die Pläne P1, P3, P5 mit auf derselben Seite, wo es eigentlich sozusagen in dem Zusammenhang nichts miteinander zu tun hat. Ist auch interessant, okay. Genau. Aber für dich zum Mitnehmen, P5 und Project for the Web bringen dir gar nichts. Ja, okay. Cool, danke. Gerne. Aber bitte sonst nicht so tiefgehende Lizenzfragen. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsgebiet, sage ich euch, wie ihr vielleicht schon gemerkt Einfach lieber ein bisschen mehr kaufen und parallel habt. privat in Ja. Microsoft-Aktien investieren, dann Dann sozusagen ist haben wir alle super. einen synergetischen Effekt davon. Gibt es noch weitere Fragen aus der Gruppe? Dinge, die euch unter Nägeln brennen oder die sich jetzt einfach mal anbieten zu stellen in der Runde? Dann bin ich noch auf eine Sache gekommen. Gerade so hands-on tagtägliche Zusammenarbeit online, parallel, findet ja viel auf Mural und Miro Boards statt. Wenn man sich nicht physisch treffen kann, dann sind das ja so die beiden Tools, wo man schnell mal Post-its hin und her schiebt, ein Canvas entweder reinbaut oder eine Vorlage hat, in die man dann schnell was erarbeitet. Jetzt ist es ja in Projekten auch so: Projektzielausrichtung, Steckbriefe, Risiko, Brainstorming, whatsoever. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, einfach bewährte Canvases herzunehmen, Vorlagen herzunehmen,
die ich fürs Projekt brauche und dann ja irgendwie wieder, natürlich muss ich als Projektleitung die Ausleitung irgendwie in meinem Zeitplan reflektieren, aber gleichzeitig will ich ja auf die Originaldokumente, die wir erarbeitet haben, auch Zugriff haben. Ist es dann immer zwingend notwendig, das einfach als Dokument SharePoint-tauglich, PDF oder sowas dazu hinterlegen? Oder hat Microsoft da eine Art Extended Whiteboard, mit dem man arbeiten kann, um nicht Miro, Mural zu nehmen, um quasi nicht das aus der Landschaft rauszubrechen, sondern wieder im Frame zu bleiben, das aufzurufen und zu sehen, hey, genau, da haben wir damals die Post-its zusammengeschoben. Weil das ist ja immer ganz stark, dass das Bild, was alle kennen, weil das ist entstanden, sobald ich es digitalisiere und schön mache im PowerPoint oder im PDF überführe, erkennt es ja keiner mehr. Dann sieht es zwar schön aus, weil es dann nicht mehr handschriftlich ist, sondern alles in Klarschrift, aber alle, die das erarbeitet haben, sehen es nicht mehr. Kann man das irgendwie clever einbinden oder an Tasks mit dranhängen? Wie sieht denn da die Realität aus? Ich merke nochmal, du solltest zu Teams switchen. Es wird Zeit, Chris. Also in Teams-Meetings kannst du Whiteboards einbinden. Whiteboard ist eine App von Microsoft, die bieten die an. Dort kannst du quasi in der Gruppenstruktur, die du in der M365-Organisation hast, mit Leuten scribbeln, mit Leuten machen, mit Vorlagen arbeiten, mit Post-its, mit Kleinigkeiten arbeiten, aber möglichst visuell und grafisch. Und wenn du stark bist, kannst du natürlich sagen, dass du es gibt mittlerweile die Möglichkeit über Power Automate oder aber auch generell im Microsoft-Universum aus egal welchem Produkt, also einer PowerPoint oder was auch immer, Textbausteine auszulesen. Das heißt, wenn du hingehst und sagst, du hast auf dem Whiteboard gescribbelt, hey, Power Automate, schmeiß mir doch mal bitte alle Stichwörter, die von Chris Schiebel eingeschrieben wurden oder alle coolen Sachen, schmeiß mir die doch mal irgendwo anders hin. Vielleicht brauche ich die in der Word oder in der PDF. Oder ich möchte sie vielleicht direkt in einem Forms haben, was ich als Projektantrag nutze, weil Chris Schiebel hat super coole Ideen aufs Whiteboard gescribbelt, die würde ich gerne an meinen Vorgesetzten schicken. Machst du mit dem Power Automate Flow, nimmst dir die Textsnippets, schiebst sie rüber. Ich als dein Vorgesetzter sage, coole Ideen, die du da hattest, Chris, nehmen wir ein Projekt mit rüber, packen wir direkt in die Stammdaten. Das ist immer die gleiche Argumentation. Du sagst mir, was du möchtest. Ich kann dir sagen, macht Sinn, können wir machen. Dann kann ich dir in unserem Fall ein Eurozeichen dahinter schreiben. Und dann sagst du, ja, cool, für die Organisation macht das auf jeden Fall Sinn. Das machen, der Kosten-Nutzen-Faktor ist da und dann setzen wir es um. Das ist unser Daily Doing, weil das, was ich euch vorhin gezeigt habe, das ist was, aber die Individualität, die außenrum dazugehört, genau bei solchen Fällen wie dir, das ist das, was mir den Spaß macht. Weil da haben die Leute Bock drauf, da kann man was Cooles umsetzen. Und wir wissen, wie wir es umsetzen können und du kannst mir sagen, wie du es gerne umgesetzt haben wollen würdest und was dir wichtig ist. Aber ja, ist machbar. Es gibt auch Microsoft Loop App auch noch. Ja. Das ist sozusagen, nennen wir es, für den kreativen Part. Also Ja. alles, was irgendwie in Projektmanagement-Tools stattfindet, sollte ja möglichst einfach damit es auswertbar ist, in Feldern stattfinden, Labels haben, die auswertbar sind, sagen wir mit Nomenklaturen, Regeln strukturiert und alles, was ein bisschen wild ist, das Kreative, Sachen zu scribbeln, mal ein Post-it dran zu kleben, digital, das mal liegen zu lassen, 3 Tage, wenn man zum Beispiel gerade in einem Entstehungsprozess von einem neuen Projekt ist, oder ein neues Produkt. Da ist sozusagen Loop eine ganz coole Plattform, die wir empfehlen können, die auch in den E3-Lizenzen Standard mit nutzbar ist. Taucht gar nicht, wenn man jetzt über den Browser reingeht, auf, aber man kann über das Suchfeld von seinem Microsoft-Account einfach nur Loop eingeben und das suchen und ist sehr selbsterklärend, sieht so ein bisschen aus wie ein moderneres OneNote und so eine Kombination aus OneNote und PowerPoint. Da brauchst du nicht mal eine Verbindung, weil du automatisch Aufgaben, zum Beispiel Text zu Aufgaben machen kannst, die dann im Planner erscheinen. Dann wird es ja sexy, genau. Oder es mit meinem Outlook-Kalender spricht oder sowas, wenn ich Ja. das richtig label. Cool. Genau so sieht das aus. Also nur als, das ist praktisch die Plattform. Das ist jetzt nicht dieses Leer, da gibt es nicht viel zu zeigen. Die befüllten, die können wir leider nicht zeigen, da sind ein paar sensible Daten, aber das ist praktisch die Umgebung, kann man eigene Seiten anlegen,
Dementsprechend kann die mit Links freigeben, kann hier alle möglichen witzigen Templates nutzen, vorgefertigt, und kann so ein bisschen, sagen wir mal, das wilde Kreative, den wilden kreativen Part des Projektmanagements mit Ja, abbilden. ich brauche es ja ganz schnell. Ich meine, Problem ist da, cross-funktionales Team trifft sich, macht man Ishikawa. Ja, wo mache ich mein Ishikawa? Dann hoffentlich nicht außerhalb meiner Systeme, sondern idealerweise irgendwo, wo ich schnell was referenzieren, verlinken kann, zusammentrage von den Dingen, die es schon gibt und nicht wieder quasi alles neu in einer anderen Umgebung abbilden. Darum geht es mir. Und dann klingt jetzt kreativ ein bisschen abwertend, aber ich brauche es an der Stelle, dass alle so arbeiten und zwar möglichst intuitiv, wie sie es, wenn sie vor einem Whiteboard stehen würden und ein Post-it in der Hand haben, auch tun würden. Nur eben ohne diesen medialen Bruch oder ohne den Systemlandschaftsbruch. Ja. Weil dann Genau. macht es halt allen wirklich Spaß auf der täglichen Ebene, wo es über Aufgaben abhaken und Status reporten und Fertigstellungsgrad hinausgeht. Würde ich Exakt. gerne mal kurz, sorry, mach nur. Also, alles gut, ich Kann wollte nur, ich gehe da nicht immer unter, warten. das ist aber schnell zusammengefasst. Der Ron hat es ja vorher auch kurz gesagt, diese Begrifflichkeiten, die wir am Anfang durchgegangen sind, mit den Pain Points, mit diesem Vergleich, mit dem Balance finden, das klingt so simpel. Ich glaube, jeder würde sagen, ach so, ja, klar, logisch, man muss ein gutes Verhältnis zwischen Theorie und Praxis hinbekommen. Tatsächlich ist es so, dass es einfach echt schwierig ist. Also deswegen kriegen es ja die meisten nicht hin. Was ist die perfekte Balance? Und so ist es ähnlich ja auch. Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Also jeder kennt das wahrscheinlich, man geht in einen Workshop rein oder in einen Termin, und man hat natürlich sofort seine drei ganz spezifischen Fragen, die man stellen möchte, die einen seit 6 Monaten auf den Nägeln brennen im Kopf, und möchte die am liebsten gleich, kurze Vorstellungsrunde, super, und zack, werfe ich meine Fragen in den Ring, und dann soll man am besten halt darauf eingehen. Und so kann natürlich jeder selber auch ein Stück weit beitragen, das erfolgreicher zu machen, den Umgang mit Tools. Weil man immer sofort auf eine sehr komplexe Ebene natürlich geht, weil jeder ist natürlich Experte in dem, was er tut, und tut es täglich und kennt sich gut aus und hat dann immer diese letzten 10% im Kopf. Aber ich glaube, insgesamt muss man versuchen, mehr nochmal rauszugehen aus der Situation und zu schauen, okay, wie kann man das einfach sozusagen von einer ganz anderen Perspektive nochmal sehen und mit reinbringen. Und dann sind auch generell die Nutzung von Tools oder Tool-Einführungen in Summe erfolgreicher, als sozusagen sofort in die Technologie zu gehen und sofort in die Details zu gehen. Weil deswegen haben wir auch eingangs gesagt, es gibt ja immer den Grundbedarf. Ich sage immer als Metapher, wer einen Garten hat und es schneit 350 Tage im Jahr und man hat bisher die letzten 10 Jahre immer mit seiner eigenen Hand den Schnee aus dem Garten geräumt, der freut sich schon über eine Schneeschaufel. Und wenn man natürlich sozusagen in dem, im Implementierungsgespräch der Schneeschaufel darüber spricht, ob dann ein selbstfahrender Roboter das irgendwann alleine macht und selber mitdenkt, wann schneit und wie viel Schnee liegt und was mache ich am besten aus Nachhaltigkeitsaspekten mit dem Schnee, kann man den noch weiter verwerten, dann wird es halt sehr komplex. Und so muss man immer mal schauen, wo steht man und was nützt einem schon im Alltag. Stichwort Schneeschaufel, schon mal super. Schneefräse, eins drüber nochmal. Und da gibt es ja verschiedene Absprungbasen, die man einfach nutzen kann. Macht Sinn. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht durch den Monolog die Frage Nein, vergessen nein, gemacht. die ist nur da. Sie, ich Gut. hoffe nur, dass ich kompletter Themenwechsel ist. Nein, wir haben jetzt hier Projektmanagement angeschaut und das sind ja jetzt alles, ich sage mal, strukturierte Daten in Datenbanken und das ist perfekt und optimal. Jetzt gibt es aber bei jedem Projekt wahrscheinlich auch ganz viele unstrukturierte Daten. Wie handelt ihr das? Oder das ist die erste Frage und die zweite hängt so an der dran, glaube ich. Wo ist der Einstiegspunkt für die Projektmitarbeiter? Kann das ein Team in Teams sein oder ist das jetzt hier Projects, also die Model-Driven App? Und wie kriegt ihr hier die Harmonie zusammen, dass ihr halt auch die unstrukturierten Daten, also irgendwelche Verträge, Dokumente, Bilder, keine Ahnung was, an dieses Projekt verknüpft. Ja, ich glaube. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ich hatte das schon mal ganz kurz angesprochen, aber vielleicht einfach nochmal deutlicher. Wir haben nicht mehr dieses Projektmanagement, Kommunikationsplattform, Dateiablage, alles separated, sondern du bist an einem Punkt, wo du jetzt guckst,
wer möchte was oder wer soll was wo pflegen. Grundstrukturierte Daten, etc. Das Konstrukt Teams eben jetzt als Kollaborationsplattform zu nutzen und für Projektmitarbeiter als Einstieg in das Projektmanagement und auch als Single Point of Access zu nutzen und dort Dateien abzulegen, die zu berechtigen, wer kann sie ansehen, da schon mal eine saubere Struktur in Teams zu haben, und von dort aus die Aufgaben abzuarbeiten, ohne dass du dich um all die Projektmanagement- und Stammdatenthemen, die auf einer anderen Ebene passieren, kümmern musst. Das ist die neue Wahrheit. Dafür musst du dich in der Früh nur an deinen Rechner setzen, Teams hochfahren und dort deine Aufgaben betrachten und dein Ding machen, je nachdem, wie viel du machen musst. Und dann gibt es halt die kaskadierenden Ebenen, die mehr brauchen. Und dann gilt es festzustellen, bewege ich mich immer noch in Teams, weil ich vielleicht da auch noch einen Report drin habe, der für mich interessant ist. Oder springe ich wirklich schon ab in diese Model-Driven App, bewege mich da drin. Und jetzt verwirre ich dich noch einmal komplett. Du kannst auch einfach die Model-Driven App auch noch in Teams einbinden und in einen separaten Kanal, wo nur noch Projektleiter rein können. Und dann ist der Projektleiter auch nur noch in Teams und hat das als Absprungpunkt und kommt von da aus aber in die Model-Driven App, weil die Model-Driven App lässt sich eins zu eins in Teams einbinden. Also, du Ja, hast den zentralen Einfallpunkt in Teams. ich bin voll bei dir, aber du hast ja dann, also hast du dann pro Projekt ein Team und weißt du, du Ein hast Team jetzt oder zum ein Beispiel Kanal? bei Model Driven App hast du ja die Möglichkeit, Anhänge zu machen. Du kannst ja auf SharePoint dann speichern. Und Genau. ist das dann so gelöst, dass die in der Teams oder ja, soll ich sagen, SharePoint Site pro Projekt abgelegt werden und dass ich gleichzeitig auch die Teams-Gruppe Ja, und genau. das ist so, okay, gut. Das sind keine Ja. zwei Parallelwelten. Dann kann ich mir das ganze Brimborium sparen mit, ich baue eine super tolle App und mache alle Usability. Sobald wir anfangen, Welten zu trennen, wird es ungemütlich. Weil dann kommst du als Projektmitarbeiter und sagst mir, irgendwie finde ich das da nicht, weil da soll es eigentlich sein und es ist da nicht. Und dein Management und deine Geschäftsführer sagen mir, die ganzen Daten aus den Projekten stimmen nicht, weil irgendeiner noch irgendwo anders irgendwas pflegt, was da nicht sein soll. Und dann ist es nicht mehr sortenrein. Dann hast du keine saubere Datenpflege und du hast keinen gemeinsamen kollaborativen Arbeitsplatz, wenn das so Ja. wird. Was vielleicht hilft, ist in diesen drei Ebenen zu denken: Data Quality, Backend und Frontend. Also das sind sozusagen diese drei Kategorien, wie man das betrachten sollte. Macht es auch einmal einfacher. Jeder sitzt wahrscheinlich vor einem Laptop. Frontend vollkommen klar. Was zeigt das Display an? Dementsprechend, das ist die Power App, die Darstellungsform. Das Backend dahinter, wie werden einzelne Prozesse dargestellt? Zum Beispiel mit Power Automate und Data Quality, woher kommen die Daten? Teilweise ja manuell oder synchronisiert aus irgendwelchen anderen Systemen, aber irgendwie müssen ja Daten immer eingegeben werden. Das ist ja auch so dieser klassische Begriff Shit in, Shit out. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn die Datenqualität passt. Und in diesen drei Kategorien zu denken, macht es deutlich einfacher, weil wenn man sich darin gut strukturiert und das gut aufsetzt, dann hat man jegliche Flexibilität. Wo sind die Absprungpunkte? Welche Technologie möchte ich nutzen? Wo schaue ich mir das Ganze an? Bin ich eher jemand, der in sozusagen über Teams eingebettet dort arbeitet in der Struktur oder brauche ich eine andere Struktur? Und dann ist unsere sozusagen langweilige Antwort immer, dass man 100% Flexibilität hat, weil es geht ja nur darauf, die Daten liegen im Dataverse sind sozusagen zugreifbar. Die Mechanismen und Automatismen werden über Power Automate dargestellt und jeder kann sich entsprechend selber aussuchen, wo er sich wohlfühlt. Also wenn manche gerne in Teams arbeiten, komplett lässt sich's dort eben einbetten oder man arbeitet über den Browser. Man hat halt eben alle Möglichkeiten, wenn man diese drei Perspektiven betrachtet. Das war eine Punktlandung, Daniel, mit der Antwort auf 19:30. Und Peter, beantwortest deine Frage schon oder wirfst du eine neue auf? Nein, Dann nein, ich schließen bin. wir es noch ab. Es reicht für heute. Aber danke, ja. Dann sage ich auch danke und schließe mich an, dass ihr beiden wirklich die 2 Stunden voll, so war es gar nicht gedacht. Also die Idee war, dass dann wirklich wir uns auch untereinander extrem austauschen. Jetzt war es sehr ihr, die bis zum Ende noch in Anspruch genommen wurden. Danke für eure Zeit und im Sinne von zurückgeben. Wenn
jetzt noch Fragen offen geblieben sind oder Fragen sind, die ihr so eigentlich gar nicht offen in der Runde teilen konntet, wie erreicht man euch beide denn grundsätzlich im Nachgang, wenn man das noch vertiefen wollen würde? Ist LinkedIn der richtige Weg? Ist eine E-Mail-Adresse oder wollt ihr aber kurz was in den Chat reinwerfen? Wie erreicht man euch beide am besten? Ich poste mal kurz einen Link hier rein. Am besten ist, wir haben auf unserer Webseite eine Verlinkung, wo man einen Termin buchen kann bei unserem Kalender. Das läuft bei mir praktisch zusammen. Wer Interesse hat, sich auszutauschen, gerne einfach den Termin buchen, weil man merkt, die Fälle sind sehr individuell und man braucht wahrscheinlich eine halbe Stunde, wo man sich, sagen wir mal, mit jeweils dem individuellen Fall mal auseinandersetzt, dass man auch adäquate Antworten dann geben kann, was man empfiehlt, welche Vorgehensweise, was kostet es, in welcher Situation befindet man überhaupt. Ist man jetzt Freelancer, arbeitet man für den Mittelstand, für einen Konzern? Und all diese Fragen kann man natürlich am besten dann da klären. Also sehr gerne über den Link einfach einen Termin buchen, wer Interesse hat. Ansonsten über LinkedIn sind, glaube ich, auch unsere Kontaktdaten hinterlegt. Und genau, einfach schreiben, fragen, wenn irgendwas unklar ist. Wir hoffen, dass es dem einen oder anderen ein bisschen was gebracht hat oder das, für das wir brennen, auch etwas näher gebracht hat. Dann gibt es ja vielleicht das ein oder andere Follow-up-Gespräch daraus. Das Gefühl, dass wir den Andreas vielleicht nochmal wiedersehen. Vielleicht doch nicht. Das täuscht nicht, das Gefühl. Dann war das Timing ja genau richtig. Und das freut mich sehr, dass es zwar 5 Monate gebraucht hat bis zum ersten Brückenbau-Event des Jahres, das allerdings saß. Danke für die Beteiligung. Danke auch für euren Daumen nach oben, dass wir das Ganze aufnehmen und dann teilen können, damit es auch denen zugänglich wird, die entweder am Anfang gefehlt haben oder eher raus mussten oder den Termin dann gar nicht geschafft haben. Danke für den Austausch, auch die Erfahrungswerte, die alle mit eingebracht haben, die teilweise schon raus sind und die echten Use Cases, weil darum geht es am Ende, dass es praxistauglich ist und irgendwie Akzeptanz findet, sonst ist das schönste Tool nichts wert, egal wie fancy das ist und was es alles könnte. An der Akzeptanz darf es nicht scheitern. Danke fürs Tool-Spezial, war mir eine Ehre. Ich wünsche allen einen schönen Abend und bis zum nächsten Event.